So, welcher war das jetzt? Also ich würde auch sagen, unten links hast du recht, Mann. Aber unten links gebrückt mit was? Warte mal, ist ein Deckel was drin vielleicht? Oh, im Deckel steht was drin. F-Birn, warum ist der? Diagnostics. Also sieht er so. Nee, er sitzt so rum. Guck mal, warum der drauf sitzt. So sitzt er drauf. So. Der Runde nach da. Das heißt, der ist so. So ist er drauf. Dann ist das hier FP. Das passt. Dann Uwe recht. FP. Der hat ein Kabel drin. Die Frage ist jetzt, FP an was? OX oder was? FP geht dran an. Gibt es ein YouTube-Video zu tatsächlich. Habe ich mich heute angeguckt. Ich weiß es nicht mehr. 12 Volt auf FP. Auf B+. Also mit B+ Brücken, oder nicht? B+, FP, B+. Da muss ich den da hier rüberlegen. FP, B+. Ist dann so. Und ich habe die Brücke reingesteckt. Weil FP ist ja Dauerplus und B plus ist plus für die Benzinpumpe. Ja, Benzinpumpe plus. Ihr habt die Zündung ja nicht an. Ist ja kein Strom drauf gerade. Wenn ich jetzt anmache, dann müsst ihr jetzt eigentlich dauerhaft laufen. Ich traue mich nicht. Weil ich zeige euch das mal eben. Was meint ihr? Wollen wir es mal probieren oder nicht? Ein bisschen Schiss habe ich schon, ne? Also wenn ich ehrlich bin. Da, guck. Das ist die Brücke. Da FP, da B plus. Wenn ich jetzt Zündung anmache. FP, Selbstdistraction. Ja, mach, ihr lacht euch tot. Weißt du, was so eine Karre kostet? Das ist ein großer Schritt für die. Oha. Also, ihr meint, ich soll es machen. Sieht fachmännisch aus, finde ich auch. Fachmännisch war schon immer mein zweiter Vorname. Feuerwerk, ja. Ihr mich auch. Wird eine Sicherung haben, hoffe ich mal. Ich mach. Ist okay. Müsste eigentlich, wenn ich Zündung anmache, die Benzinpumpe dauerhaft laufen. Guck mal, wie es tut. Nö! Also egal, was wir getan haben, es hat nicht funktioniert. Hat endlich funktioniert. Wir haben keine Benzinpumpe. Ich ziehe den Scheiß mal eben wieder ab. Gucken, ob sich irgendwas ändert. Steckdose den Schlauch rein und gucken, ob Blasen in Kraftstoff sind. Wäre auch eine Idee, aber muss man auf die Bühne kommen. Gucken, was jetzt passiert. Auch nichts. Ich werde lieber mal den Computer ausbauen und reinschauen, ob ein Kondensator ausgelaufen ist. Ja gut, das kriege ich aber nicht hin, Alter. Pumpe läuft nicht bei dem Auto. Gar nicht. Ja, die Frage ist jetzt nur, ob ich das richtig gedrückt habe. Ich guck mal mein Messgerät. Kann er mal den B-Plus mal mit Messgerät ausmessen. Okay, ihr müsst mir jetzt sagen, ob da 12 Volt ankommt oder nicht. Okay, wenn ich das starte. Warte, ich bereite das jetzt erstmal alles vor. Hier ist, da muss der rein. Da muss der rein. Da muss der rein. Ah, das geht nicht. Die Dinger sind zu fett, die kommen ja gar nicht rein. Nee, kannst vergessen. Die packen noch nicht mal annähernd. Ah, da packen die besser. Ah, okay. Okay, jetzt packt's. So, ich muss jetzt auf das Display hier gucken von dem Ding und mir sagen, ob da was passiert. Müssen 12 Volt drauf sein, wenn die Zündung an ist, ja. So sehe ich das nämlich auch. Warte, ich kann eigentlich nur nicht.
Scheiße. Das Ding kann ich höher machen. Wie kriegen wir das hin, dass ihr das auch sehen könnt? Warte, stelle ich mal jetzt hier hin. So. Jetzt seht ihr das Multimeter. Ihr müsst vielleicht sagen, ob da was passiert. Ich kann die 000 hier sehen. Kein Strom drauf. Seht ihr? Müsste jetzt einfach laufen. Zündung ist auch an. Komisch. Auch so nicht. Wenn ich jetzt so messe, dann ist hier das B plus, habe ich jetzt hier. Hier haben wir jetzt direkt am Masse. Die müsste eigentlich jetzt mal hier B plus und das andere müsste was passieren. Seht ihr was? Bisschen was. Kannst du einen Massepunkt vielleicht suchen? Der hier? Na, nix. Keine Musik drauf. Oder Benzinpumpe auch nicht. Ah, ist die Pumpe Schrott. Die lief doch gerade eben. Ich glaube, die Pumpe hat keinen Bock. Hier, Benzinpumpenrallye. Raus. Wieder rein. Guck mal, was jetzt passiert. Kein Sprit. Keine Musik drauf. Ich tausche mal das Benzinpumpenrallye. Guck mal, das alte Benzinpumpenrallye, was vorher drin war. Das ist das alte Benzinpumpenrallye hier. Jetzt nicht mehr. Das neue Benzinpumpenrallye. Unverändert. Also übrigens beides heile Relais. Die sind nicht beide, die werden nicht kaputt. Das Relais ist das nicht. Hier muss ich wieder aufheben. Ich habe eine Rennscheiße reingeschmissen. Das finde ich nie wieder. Ja, was kann man da machen? Ja, null ist kein Kabel mehr dran. Ja, ja. Schon klar. Es hatte kein Kabel dran. Ne? Das Problem ist, ich kann jetzt nicht mit einer externen Batterie an die Benzinpumpe ran, weil die Benzinpumpe bei dem Auto sitzt da hinter der Infahrtleitung im Innenraum. B plus gegen Masse? Na, meinst du? Da können wir mal kurz gucken. Ich kann mal kurz die Masse mal messen. Was findest du nochmal an? Aber gerade eben habe ich ja schon gemessen. B plus gegen Masse. Kam auch nichts. B plus ist ja hier. Das haben wir ja schon gelernt in unseren jugendlichen Leichtsinn. Dann machen wir jetzt mal einen Motor, die beste Masse, was geht. Oh, Messgerät will ich auch machen. Also, was ich hier habe, ist hier bei B plus 0,11 Volt. 0,10 Volt. Bei F habe ich gar nichts. FP, der F plus links, habe ich gar nichts. Das Motorsteuergerät sitzt ja keine Ahnung wo. Das ist Evo Tibuktu, Alter. Das finde ich jetzt gar nicht so schnell. Nee, das ist jetzt vorne drin. Vorne im Kofferraum. Ich gucke, ob ich überhaupt mal Evo Plus finde.
1,5 Volt, 4 Volt, 9 Volt. Allgemein kommt es so wenig an, ne? Hier, da sind 10,4 Volt. Immerhin. Was ist denn das überhaupt? Das ist 10,4 Volt ist ganz oben TT. Meint ihr, wir können TT mit B plus messen? Drücken? Sag ich mal TT mit B plus, weil TT ist, wir sind Strom drauf. Ich darf auf B plus drücken. Die Benzinpumpe. TT auf FP. Ich würde eher sagen, direkt auf B plus. B plus auf Benzinpumpe. FP ist doch Dauer plus. Ach, FP geht direkt zur Benzinpumpe? Sicher? Ich dachte, B plus ist das. Aber da haben wir auf jeden Fall plus. Mal gucken, wo wir ein Kabel hingepackt. Kann ich viel kaputt machen? Ja, kann ich. FP, Fuel Pump. Alter, du bist gut. Du hast vollkommen recht. Ihr habt recht? Leute, ihr habt recht. Battery Plus und FP Fuel. Ja, ihr habt recht. Ich habe immer gesagt, okay, es ist ein Argument. Dann nehmen wir mal von hier auf die Benzinpumpe. Läuft nicht. Das ist jetzt eigentlich Plus draußen. Ich messe mal nach. Warte. Die Pumpe muss jetzt eigentlich Strom haben. Eigentlich. Strom. Hä? Was ist das denn? Ist er wieder rausgerutscht? Die Kontakte sind eh für den Arsch hier drin, muss ich echt ehrlich gesagt so sagen. Das spielt für eine Englischstunde. Ja, mobb mich doch noch. Mobb mich noch. Leute, hier ist kein Saft drauf. Prinzip macht das also gar nichts. Überhaupt nichts. Und dann ist mein Verdacht, dass die Benzinpumpe einen weg hat, größer. Massefehler vom Motor und Karosserie. Könnte auch sein. Können wir aber ausschließen mit einem Starthilfekabel vielleicht. Aber das kann nicht sein. Wenn ich jetzt hier am Plus gehe und hier an Motor oder irgendwo an Masse oder irgendwas hier. Die ist Farbe drauf, das müssen wir machen. Alter, der zeigt mir hier keinen Strom an. TT hat keinen Strom mehr, die Sau. Zündung ist aber an. Ja, okay, da kann ich lange tüdeln. Zündung ist gerade an, ja, ich konnte die Lüfter laufen. Ich messe mal nochmal alles durch, wo ich Plus finde. Bin falsch gewesen, falsches Loch. Na gut, das können wir auch mal haben, ne? Warte mal, ich muss hier hin. Ich war im falschen Kontakt. Kann ich lange tüdeln. Warte, das machen wir nochmal. Jetzt gucken wir messen mal hier nochmal nach. Muss da echt bloß drauf sein. Ja, denkste. Ich schwöre euch, denkste. Da kommt mir wieder nichts. Ich messe mal nach. Kommt kein Strom an. Aber wenn ich jetzt brücke, kommt da kein Strom an. Das heißt, meine Konstruktion ist scheiße mit dem Kabel wahrscheinlich. Ne, ist nichts drauf. Doch, ist was drauf. Hä? Wieso will er mir denn sein Plus nicht geben? Die Sau. Jetzt sollten wir mal eben schnell was basteln. Wir haben 12 Volt auf. Ja, die Stahlhilfe-Batterie können wir auch machen, aber das ist immer so ein Thema. Ne? Aber ich habe doch gerade eben, ich kann dir doch meine 11 Volt messen. Das reicht dicker aus, dass die Benzinpumpe Mucks machen muss. Ich lese hier 10,4 Volt gerade.
an dem Pol. Was ist überhaupt der hier oben? Was macht der eigentlich so? Und der große hier? Alter, hier sind 12 Volt! Die kann ich mir so klauen! Perfekt! Warte mal, ich guck mal, ob ich die 12 Volt hier kriegen kann. Die sind richtig gut. Ich habe richtig geilen 12 Volt Pump gefunden, Alter. Voll die Quelle. Spannung bricht zusammen. Ja, kann sein. Da war ein Funke. Die läuft! Ich kann sie brücken, Leute! Pumpe läuft auf Dauerbetrieb. Hörst du? Ich hab sie gebrückt. Ich hör sie laufen. Fährst mal an die Bude, warte. Aha! Ist aus, die Pumpe. Achso, naja, wo sind wir noch raus? Hier, so läuft jetzt nicht. Gerade Mutti gehört. Lief gerade eben. Ja, die läuft. Ich kann die Brücken damit, die Pumpe. Sprich wieder 4 kW Sensor. Benzinpumpe ist an. Ich höre die laufen. Aber ist ein Zündfunk, da ist eine Frage. Ich kann ja gerade schlecht checken, ich starte nochmal. Ich hab ein bisschen Gas vielleicht, mal gucken. Also ich würde es spontan behaupten, dass unser Kurbelsensor einen weg hat. Oder ein Sensor. Ich glaube nicht, dass es an der Benzinpumpe liegt. Schätze ich. Spule ist neu. Die ist nicht aufgequollt. Die habe ich so neu da reingeschraubt, gebindert. Zündkabel ist fest? Ja, geht so fest. Ja, komisch. Guck mal, der soll mal so anspringen. Ohne alle. Mal die Zündung, die bei der Benzinpumpe nochmal, dass sie jetzt dauerhaft läuft. Geht da aus. Benzinpumpe gebrückt, Auto geht aus. Ja, finde ich eine Wegfahrsperre, schätze ich auch, dass die Wegfahrsperre sagt, hier geht nicht. Und deswegen lief die Karre jetzt gerade nicht. Das heißt, wenn ich jetzt wieder, müsste da eigentlich wieder laufen. Muss er diese Karre verstehen? Kumpel ist Auto, ne? Echt komisch. Ja, plus und minus kommen wir an der Pumpe an. Wie viel läuft die Karre jetzt hier? Ja, wenn's hier. Ich hab noch eine Idee. Wisst ihr noch, wo ich den Ball gekriegt habe? Da war die Original-Zündspule defekt. Da wird eine andere Zündspule eingebaut, damals in die Karre lief. Wir können ja mal probieren, die Original-Zündspule anzuklemmen von dem Auto. Ich komme mal kurz mit der Lampe. Guck mal, ob der Lampe läuft.
Wenn die nicht brücken würden, die geht die auch in die nächste Zündspule jetzt wieder. Und diese Nachrichtszündspule, weil das ist nicht gerade die beste, die ich habe. Das ist, glaube ich, so eine von, ja, erst einmal, hier so eine Scheißspule, Ridex. Naja, gut, ich habe Riedes Verwerbung gemacht. Scheiße sind die jetzt auch nicht, aber es ist halt eine günstige Spule, ne? Es ist eine Ridex-Zündspule drin in der Karre. Nicht, dass die Probleme macht. So, die nehmen wir mal raus, weil ich mir nur reingekabelt bin da damals. Ne? Oh, und klar, die Benzinpumpe ist ein Verdächtiger, ne? Aber mittlerweile glaube ich immer weniger, dass sie das ist tatsächlich. Wirklich jetzt. Am Anfang war ich mir sehr sicher, dass sie das ist. Jetzt mittlerweile schätze ich wahrscheinlich eher, die ist es nicht. So ist der Stecker von der Zündspule denn. Da ist der Stecker von der Zündspule, aber ich bohre die Zündspule hier wieder an, die alte, die originale von dem Auto. Warte, gucken wir mal. Da ist der Stecker oben dran. Klack, der ist dran. Jetzt müssen wir das Zündkabel dran kriegen und dann können wir probieren, ob die Originalzündspule von der Karre noch vertaugt. Wie läuft die ja jetzt mittlerweile? Wäre der Fehler damals ein anderer gewesen. Aber ich hatte diese Scheiße. Die haben so behinderte Zündkabel, die Dinger. Ja, ich würde auch sagen, Heilgeber oder Zündexen da. Klaviersensor oder NS-Sensor, Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor. So, jetzt habe ich die andere mal reingetüdelt. Das sind die Originale von denen. Das ist nämlich die mit der ist da, hat er gerade eben gelaufen. Ne? Die Zündspule. Also scheinbar ist die originale Zündspule defekt von der Karre. Also das war der originale Fehler, ist immer noch der gleiche. Würde ich mal spontan behaupten. Die geht nicht. Die hat keinen Bock. Ich pull nochmal das Zündkabel nochmal andersrum ran, weil das Zündkabel ist ein bisschen tricky bei der Karre. Die ganzen Zündkabel sind allgemein voll komisch bei dem Auto. Total komisch. Das ist total der komische Kram. Aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es irgendwie, wie ihr schon sagt, ein Kurbelwellensensor ist oder Nockenwellensensor. Ah, Kurbelwellensensor, die Nockenwellensensor noch laufen, denke ich. Ich probiere noch einmal und wenn es nicht läuft, dann muss die andere wieder rein. Aber guck mal, kurz ein bisschen was zum Sprühen, ein bisschen Kontaktspray. Für den Stecker, für der Zündspule. Ich will einfach nur, dass keiner fährt, weißt du? Das ist das Thema halt. Ja, will ich doch gar nicht von dir. Die soll einfach nur anspringen und fahren. Also ich will damit kein Drag Race fahren. Ich will das Ding hier nicht durch die Gegend fliegen lassen. Ich will da wirklich nur, wenn das noch einmal anspringt, morgens, oder wenn ich mal fahren will. Und ich fahre da ja gar nicht mal so viel mit, weißt du? Und dass er einfach fährt. Mehr verlange ich von der Karre doch gar nicht. Das sollte ich jetzt einfach schämen. Echt? So, ich mach mal diese alte Zündspule wieder rein. Die andere, die ich noch reingekabelt bin, ist, weil die andere ist ziemlich assig einzubauen. Deswegen habe ich die nur reingetüdelt. Hat aber nichts damit zu tun. Das wird auch nicht heiß oder irgendwas. Das müsste trotzdem funktionieren. Ne? Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Meistens bin ich da mal falsch, wenn ich hundertprozentig sicher bin. So, kann der wieder ran da, der Kollege? So, zack, Zündkabel wieder ran. Das ist hier. Tiefer noch. Hier. So, kann das wieder davor getüdelt werden. Und da wieder rein und der wieder ran. So. Müsste der alle wieder anspringen. Gucken wir mal. Jo.
bei der Karre. Was eine Scheiße, oder? Totales Rätsel, die Kiste. Ach, die Wasserpumpe ist egal. Die ist in Ordnung. Die sitzt nur so ein bisschen. Müsste eigentlich gleich ausgehen, der Bock, wenn er warm ist. Ne? Also wenn unsere Kurbelwellensensortheorie stimmt, müsste er eigentlich ausgehen. Ne? Heißt, er läuft erstmal. Du kannst ja nicht damit irgendwo hinfahren, weißt du? Kannst du ja nicht da reinsetzen und sagen, ich fahre damit jetzt irgendwo hin. Du fährst damit hin und bleibst immer irgendwo liegen. Auf der Autobahn oder irgendwo in einer nervigen Kreuzung in der Innenstadt. Das sind die besten Autos, die das tun. Weißt du? Steuerrad funktioniert ja auf jeden Fall. Das macht ja seinen Job. Dann schalt die Pumpe ja frei. Und sobald ich die Pumpe versuche zu brücken, läuft die Karre ja nicht. Relais sind schon neu. Ja, aber krieg den mal auf dem Abschleppwagen drauf, Conny. Das ist kein gutes Abschleppwagen-Auto. Den musst du erstmal da raufgepult kriegen. Ist echt nicht so ganz easy. Weil der so tief ist. Da reißt du die Stoßstange halt mit ab. War ganz schon eine Axt schon. Der Relais ist nagelneu. Heißt nagelneu. Ein gebrauchtes aus der Toyota Supra. Echt jetzt? Steffi ist in der Beschreibung drin. Voriges Auto, Toyota Supra. 20er Nuggets holen, los geht's, ja auf jeden Fall. Gute Idee. Das ist eine gute Frage, aber merkt ja eigentlich, wenn ich ihn starte, da hat er ja einen Funken. Das stimmt. Björn, alle Teile für den 6N kriegst du für 2,50 Mark im Internet. Brauchst du nicht bei mir kaufen, ne Quatsch. Kleinanzeigen, eBay, überall. Zündkerzen sind schon neu bei dem Auto. Wolle, geht klar. Gute Fahrt, Alter. Siehst du, ich glaube auch. Kurbelsensor, glaube ich auch. Das ist eine richtige Gurke. Das ist halt ein. Na, wie soll ich sagen? Ist halt irgendwo ein Elektrodefekt drin. Weißt du, Kurbelsensor oder irgendein scheiß Sensor ist das halt, ne? Irgendein technisches Bauteil sagt der Kiste, wenn sie warm ist, du läufst nicht weiter, weißt du? Das sagt das Ding so. Das ist das Ding. Ja, ich hab aber gerade anders gebrückt nochmal, tatsächlich. Ich könnte auch direkt vom Plus brücken, geht auch. Na cool, sonst springt er ja nicht an. Tut er ja nicht. Ja, ist erstaunlich lange. Vorher lief er auch 20 Minuten, bevor er rausgegangen ist. Hier haben wir auch gerade irgendeinen Kontakt gebrückt, der halt vielleicht vorher kaputt war. Weiß keiner von uns. Sven, klar, ich fahre da jetzt mit. Ist eine gute Idee. Bin ja schon mal liegen geblieben mit dem Ding. Weißt du? Ich habe nichts gebrückt. Das läuft einfach. Das lief vorher aber auch schon. Das Auto komplett. Ne, das geht halt immer irgendwann sporadisch einfach aus. Und keiner weiß warum und springt nicht wieder an. Das ist das Problem bei der Karre. Ich glaube auch, ich denke auch an den Kurbelsensor. Ich denke ähnlich. Ich glaube, der ist auch kaputt, schätze ich. Hat mein Porsche doch auch gehabt. Mein 945 letztens. Ist das noch? Oder nicht lief? Gleiche Thema.
Ja, er gibt schon Zündung frei. Er läuft ja, ne? FP gegen Messer habe ich, hab ich gemessen, Alter. Da kommt hier Strom an. Obwohl die Idee ganz gut ist, das dauerhaft mal zu machen, ne? Das stimmt. Warten, bis da ausgeht, ob dann der Strom weg ist. Müsste aber eigentlich. Also, das ist die Frage. Ich würde auch sagen, nächster Versuch KW-Sensor bei dem Ding, ne? Oder er läuft jetzt. Wer weiß das schon? Manchmal kann auch ein Kontaktfehler in der Zündspule das Problem sein. Georg, ja, klar, bis Sonntag, du. Ja, 10 Volt war nur auf diesen einen Ding drauf gewesen, ne? Was ich gerade erzählt habe. Das hat nichts zu sagen. 10 Volt, das war halt nur Zündung. Du kannst auch woanders 12 Volt noch finden. Ja, hab ich am Ende den Scheiß mit gebrückt mit 12 Volt. Boah, würde ich sagen, schon wieder so ein Fiesta, ne? Mit dem Fiesta-Fahrer. Den haben wir schon gehabt. Kriegst du wieder einen Puls, wenn ich daran denke. Geschirr, dann läuft ganz zuverlässig. Die Sau. Das Schlimme ist einfach, wenn der wiegt dich immer in Sicherheit. Dann willst du damit losfahren und dann geht er aus. Weißt du, das ist bekloppt. Jetzt ist er warm, du bist was angesprungen. Guck mal, 177 PS, Mittelmotor da drin. Eigentlich der einfachste Motor der Welt. Das ist ein Motor, da kannst du zig Millionen Kilometer mitfahren. Das ist so ein Großserien-Toyota-Motor drin. Ein ganz normales Ding. Außer er hier. Er hat keinen Bock auf Fahren. Ja, aber wir haben da keinen Fehler. Also, Motorlampe ist aus bei dem Auto. Ne? Also, wir haben keine hier, keinen Fehler erkennt er. Seht ihr da? Er ist zufrieden. Kann sein, Nico, dass die Karre mir nicht mag. Ich könnte jetzt nicht hinkommen. Ich fahre damit nicht nach Hause heute. Gottes Willen. Bei uns relief für Steuerung, könnte es sein. Aber alle Sicherungen von dem Auto müssen mal eingesprüht in der Hand gehabt. Alle sauber gemacht, also durchgemessen und wieder eingebaut. Also vorher schon. Sicherungen hier haben wir auch alle eingesprüht, die hier hinten drin sind. Und die vorne auch. Also da glaube ich nicht dran, dass da einer mit dem Pfannenarsch ist. Ja, es kann sein mit Motorlampe, aber ich glaube doch, weil die Lampe geht ja erst dann an, wenn die Karre nicht mehr läuft. Jetzt gerade läuft die Kiste doch. Ich weiß auch nicht. Doofes Thema auf jeden Fall, nerviges Thema, muss ich echt sagen. Und die Frage ist natürlich, Wie Lampen gehen alle? Ich glaube, das sind alle an. Die Frage ist natürlich auch wieder bei so einem Auto, wie ist das bei Toyota? Weißt du, keiner von uns oder wenige von uns haben schon mal so ein Auto besessen, weißt du? Wenn es jetzt ein Polo 86C ist oder sowas, da hat man relativ einfach herausgefunden, woran das sieht. Aber so eine Kiste ist halt natürlich so ein Auto, das hat nicht jeder. Und da kann natürlich auch nicht jeder wissen, wo was sitzt. Holger, ich will den Hobel doch nicht verkaufen. Das ist ja nicht der Sinn. Ich will den Hobel ja behalten, das ist ja mein Hobel. Gordon hat ihn auch noch nie in seinem Leben gesehen bei Toyota. Wo Gordon damals gelernt hat, gab es ihn noch gar nicht. Überleg mal, Gordon hat glaube ich mit 17 oder 18 seine Lehre gemacht und er ist hier, wird jetzt 52. Und ungefähr dann war sein letztes Jahr bei Toyota. Weißt du? Ja, die Motorfährlampe geht an, Conny, wenn du die Zündung anmachst, logischerweise. Aber der Motorstand, jetzt geht die aus. Herr Gordon war früher mal Japaner-Schrauber, vor 30 Jahren, Alter. Dann hat er sich nicht mit Autos beschäftigt. Dann wäre das Thema eigentlich durch. Früher mal, irgendwann mal. Ne? Oder wenn du jetzt 30 Jahre lang was anderes gemacht hast, dein Leben lang, also das, was Gordon gemacht hat, war hauptsächlich Metallbau in der ganzen Zeit, ne?
Deswegen kann er dir auch jede Kiste antun. Der Gordon ist 52, 52 jetzt. Die Woche jetzt. Dann hat er auch Urlaub. Der wird nicht mehr ausgehen. Das habe ich auch immer gesagt. Und dann hat er mich wohl des Besseren belehrt, der Toyota. Rocco, unser Steuerrät von dem Ding tauscht. Krieg mal so ein Steuerrät. Hast du mal geguckt, was so ein Steuerrät für so eine Karre kostet? Locker 500 Euro. Und auch nur für ein gebrauchtes. Ich habe allein schon mal für so einen scheiß Kacksensor, der unten an dem Dingsen dran gesessen hat, ne? Habe ich für eine, hab ich 150 Euro bezahlt. Weil du für die scheiß Kisten halt nichts kriegst. Das ist das Problem. Ist halt was Spezielles. Wenn du ein spezielles Auto fahren musst, musst du einfach speziell einen Scheiß hüdeln. Wenn ich ein Steuerrad durchlöte, dann kannst du es in der Tanne drücken, was du selber auch. Toyota Leerlauf ASMR, ja. Kontaktspray aus dem Karre. Das könnte ganz gut sein, Alter, dass das Kontaktspray an der Zündspule tatsächlich das Ding am Laufen hat. So vom Ding so, ne? Ne, hier läuft die Karre jetzt. Ich habe auch die Zündspule gedreht und das Kabel ganz anders gelegt. Nicht, dass das Kabel Wackelkontakt hat von dem hier, von der Zündspule. Dass das irgendwie ausgeht, das Ding dann. Kann alles sein. Das wissen wir halt alle nicht, Mann. Woher willst du es auch wissen? Du kannst die Karre nicht auslesen? Ich will nicht an den Kabel wackeln, bevor es da gerade läuft. Ich will es einfach nicht. Ich fahre mal Topolino. Obwohl, du willst es auch nicht besser. Jetzt hat Harry zwei Ausfahrten gemacht mit sechs Autos insgesamt und einfach sind fünf verreckt. Den MR2 verkaufen mit 2 Jahren Gewährleistung. Mit Hanomag, ja. Hanomag kann es froh sein, Alter. Das ist halt moderne Kerl. Der von 92 ist der. Ne? Der hat schon alles Mögliche drin an Einspritzung und so was. 92, der ist so alt wie ich. Steuerrät habe ich auch nicht. Ich tippe auf Kurbelsensor, weißt du? Oder ich tippe auf hier. Auf das Kabel gerade eben, was ich eingespult habe. Ja, Fiat-Qualität kann nicht sein, Alter. Das ist ein Toyota, kommt aus Japan, nicht aus Italien. Aber zu Harry seine Kiste, ne? Harry seine Kiste, hast du recht. Na gut, die sind aber zu der Verteidigung, die sind auch fast 100 Jahre alt, die Autos, ne? Überleg mal. Jetzt läuft die Karre einfach. Die ist die ganze Zeit warm, läuft so vor sich hin und lacht uns aus, der Toyota. Unglaublich. Dr. Aller, ich danke dir für 4-mal Monats, Klaus. Ah, Nico, MR2 zu kaufen, bist du auch schon bei 10.000. Die kriegst du auch im Schrottweg, weil kaputt sind die Dinger halt relativ selten. Weil sobald da irgendwie einer kommt und so ein Ding kaufen will, weißt du, dann hier ist er sofort weg. Da gibt es so Quacks von den Dingern, weißt du, die Dinger richtig fühlen. Nein, so alt wie der Toyota nicht, definitiv nicht. Obwohl bei mir vielleicht. Wer weiß das schon. Ich glaube, bei mir wird die ganze Scheiße. Also, wenn ich diesen Scheiß, bis ich Rentner mit Wetter machen kann, will ich die Gurke noch dann fahren. Ami hat aber nichts zu sagen, weil die Zündspule tatsächlich, die hat vorher auch funktioniert, ne? Bimetall im Verteiler, kann sein. Kann alles sein. Kinder, Montags läuft der! Ist ein Montagsauto. Sven, Alter, was ich vielleicht noch live bin. Eigentlich würde ich jetzt Feierabend machen. TE1 und E1 Brücken und Zündung anschalten. Ja, traue ich mich jetzt nicht, der läuft gerade. Das ist der nächste Schritt.
Ja, der wollte nicht anspringen, weil ich gerade eben die Spule abgemacht habe und die andere Spule, die original noch verbaut war, mal ausprobiert, ob die noch geht. Die ging aber nicht. Und dann habe ich die alte wieder angeklemmt. Dann lief die Karre wieder. Das zählt nicht. Und vorher lief er ja auch. Wir müssen noch warten, bis der Motor ausgeht. Ja, irgendwie sitzen wir jetzt hier alle und warten, bis der ausgeht. Ob sie wissen, was Phase ist. Er ist ausgegangen. Endlich. Er ist aus. Ja, es ist nicht heile. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Oh, ich habe mir Sorgen gemacht. Ein Glück. So, Uwe, was war das nochmal gewesen? TE? Können wir mal testen, was du gerade gesagt hast. Wir brücken jetzt. Wiederfinden. Und Uwe gerade geschrieben. Uwe, wo bist du? Scheiße, ich finde den. Was war noch? Uwe, schreibt nochmal eben. TE1 und was war nochmal? Ich hole das Kabel nochmal eben schnell. Zum Brücken. Was wo hingelegt? Die Pfeife. Ich habe schon wieder aufgeräumt, den Scheiß. Ich Idiot. Den Müll geschmissen? Nee. Spannung an der Pumpe brauchen wir nicht messen, ist ja keine Spannung da. TE1 und E1, bitte merken, Leute. Motorlampe ist an, aber weil Zündung jetzt an ist. Nee, hier ist an die Lampe. Nee, Zündung ist ja nur an. TE1, E1, okay. Ich brauche ein neues Kabel, scheiße. TE1, E1. Das muss ich mir merken. Das ist das Kabel, hab ich weggeschmissen. Ich Idiot, ne? Weißt du, brauchst du ja nicht mehr. TE1, E1. So. Muss mein Kabel wieder basteln hier. Brauchen wir ein neues. Scheiß drauf, wenn wir ein neues. Da ist eins. Jetzt habe ich ein längeres Kabel genommen. Aufgrund von Professionalität. Guck, filmt der eigentlich gerade hin? Der guckt die Wand ja noch an. So, kommt noch. So, ich packe das mal auf die hier Dings drauf, hier auf die Du. TE1, E1. Mal nach, ob wir den finden. Schau mal, was wir uns an. Schon. So. TE1, das ist der hier. Das ist der. Und E1 ist der. Ganz erledigt, passiert nichts. Sollen wir starten? Ja, sorry, das haben wir eine Ritze, Alter. Wer kennt sie nicht? Keine Ahnung, ob es daran liegt, das zum Ausblinken. Ach so, ja, sorry, der läuft ja noch. Ah, der blinkt ja! Geil! Ich setze ja eigentlich ausblinken. Hey, er blinkt! Ich muss dir mal den Code sagen. Kann einer von euch die Codes entschlüsseln? Warte mal. Warte mal, ich zeig mal den Code und den musst du. Ich habe nämlich die Liste dafür von Nase. Warte. Er sagt mir den Code. Warte, ich schalte nochmal um. So, ja, blinkt gleich los. 1, 2, 3, 4, 5. Ein langer, 5 kurze.
Ein langer, fünf kurze. Zwei, drei, vier, vier kurze. Ein lang, vier kurz. Wenn einer noch eine Liste hat, wer ist her verbunden? Für Toyota MR2 hier Fehlerquote-Liste mal googeln. Weiß ich auch nicht, irgendwie sowas. SOS, ja. Kommt hin, ja. Passt gut zu ihm. RT und E1 haben wir schon. So weit sind wir jetzt schon. Fehler 14 Zündsignal. Das klingt ja nach einer Kurbelwellensensor. Oder nicht? Das klingt ja nach Kurbelwellensensor. 150 Euro Export. Ja, Robin, auf jeden Fall hast recht. Das kommt hin. Ladeluftdruck und Zündsignal. Oder Zündsignal. Ja, Zündsignal ist doch Kurbelwellensensor. Also ich würde sagen, Massefehler Zündspule? Ja, kann sein, die hat keine Masse. ECU, oha. ECU, Zündspulensignale aus dem Zündschaltgerät fehlen. Überwachung. Ach du Scheiße, was heißt das? Motor ECU, Zündspulensignale aus dem Zündschaltgerät fehlen. Dient der Überwachung des Zündfunkens. Zündschaltgerät. Ist das ein Kasten, der dranhängt oder was? Das ist ja kein Sensor. Zündspule, kann sein. IGF-Signal, das klingt natürlich jetzt. Hab ich noch nie gehört. Internationales Gurkenpfandsignal. I don't know. Zündspule hat keine Masse. Nö, eigentlich nicht. Die liegt hier frei rum, warte. Aber ich bin den Wagen ja auch so gefahren, ne? Also zwei Tage lang, ne? Ignition-Signal. KW-Sensor, das wäre. Zündspule oder Zündschaltgerät? Die hängt hier nur drin, die Zündspule, seht ihr? Und ich hätte auch Metall zum Anschrauben. Aber ich bin den Wagen, wie gesagt, ich bin den Wagen zwei Tage lang gefahren, tatsächlich. Zündspule durchmessen, am besten, wenn der Motor nicht mal laufen will. Ja, okay, das kriege ich natürlich nicht durchgemessen, weil ich so blöd bin dafür. Ne? Das Problem kommt von heute auf morgen, gewissermaßen. Ja? Also, wir haben gestern angefangen und heute ist morgen. Zündspule wird es gehimmelt haben, meint ihr? Kann sein, ne? Ladeluftdruck oder Zündsignal. Zündsignal ist in meinen Augen Kurbelwellensensor. Ja, mal im Ernst jetzt. Kurbelwellensensor, oder nicht? Zündsignal ist ja, der weiß ja immer genau, wo OT ist, wenn er das Signal dann gibt. Dann, den Zündspur wieder. Das macht dann der Kurbelwellensensor. Dafür ist er ja da. Ja, da ruft man sauber schwer, stimmt. Lass mal kurz gucken, ob wir einen Kurbelwellensensor finden für die Karre in eBay. Dann können wir vielleicht bestellen das Ding. Dann das Ding gleich durch. Dann müsste der ja nicht in zwei, drei Tagen da sein. Ich glaube nicht, dass die Zündspule kaputt ist. Glaube ich nicht dran. Die ist nagelneu und die funktioniert. Und die wird das billigste Teil von allen in der Karre. Das macht die am zuverlässigsten. Warte, ich komme mal kurz nach, ob wir einen KW-Sensor finden für die Karre. Alter, die Spinne ist wieder im Geschäft. Ne? Ich habe die gerade extra runtergeschmissen, zu sagen, verpiss dich für meinen Schreibtisch. Ne? Und die Scheißspinne ist wieder am Start. 085. So, warte mal. Toyota MR2 W2 Kurbelwellensensor. Der ist sicherlich am Arsch der Welt und du kommst nicht ran. Wie sieht den Toyota MR2 aus?
Nein, will ich neu machen. Wenn ich ein E rausnehme. Die Halterung ist so ein Ding für sich, aber wie gesagt. Scheiße, wo ist das? Autodoc würde ich gar nicht haben, wie von eBay. eBay kann ich besser mit klarkommen. So, machen wir eBay auf, der Kollege. So. Ausschneiden. Dann eBay. Und dann gucken wir mal. Ich will keinen 5-Euro-Gutschein, ich will Gurgelsensor. Ja. Oh, den kannst du ja bezahlen, Alter. Der kostet 15,99 €. Das ist ja doch in Ordnung für die Karre, Alter. Ich bin gegen meinen Willen beeindruckt. Toyota Avensis Corolla Auris MR2 RAV4. Da sieht der so aus. Was hatten den alle? Ach, der W2, ich google den guck mal eben. Avensis Corolla. Corolla MR2 von 99 bis 2007. Das ist der falsche MR2. Das ist dieser Scheiß, der aussieht wie ein Porsche Boxster, gurkig. Denn ich habe es hier mega teuer, was immer so ist. Da, Toyota Camry, da gab es den drin. Den kenne ich. Zu der Camry, den habe ich auf dem Start. Guck mal eben. So, nur eine Liste finden. Avensis Station, Camry, RAV4, Previa. Ah. Kein MR2 dabei in der Liste. Da war nichts zu sagen. 2003, 2000. Nee, ist das neu, die Karren alle. Fehler 14 Zündsignal. Mach ich mal, wenn du mal. Toyota. Fehler 14 Zündsignal. Signal. Toyota MR2. MR2. 3 SGE. Fehler. Gestern mit meiner T18 stehen geblieben. Wurde sofort aus. Lampe an. Fehler kurz 14 Brücken von E1 TE. Sind wir ja auch so. Hat er ja auch. Fehler löschen bringt nichts. An längerer Standzeit läuft der Motor wieder. Kann ich sagen, ob es mit Abkürzung zu tun hat. Alle meine, du maximal einen Kilometer gefahren, bis die Fehler auftreten. Unser Problem. Ne? So, erstmal hatte ich Sensoren von Teilern verdacht, die sogar öfter als geprüft. Wieder sind wir so, okay, Spaltmasse auch, nur Zündkontakt und die Verteilerkappe, Verteilerläufe waren total verzündet. Neu bei mir. Nagelneu, habe ich Schweinegeld für bezahlt. Funkenfeuer, Sensoren, bla bla, weiterhin auf, wenn etwas Öl im Verteiler ist, das ist normal. ECU, kein Zündsender, Zündstoffgerät finden, die Überwachung der Erzeugung des Zündfunk. Ich denke nicht, dass andere gesteuert sein sollen. Fehler. Ungefähr das Kabelstecker, der Zündschaltgerät oder Zündspule. Oh, naja gut, ihr habt recht. Überlegung war eben, dass das Zündschaltgerät schon gar nicht so ein Signal in seinen Sauber kommt. Ölverteiler, bla bla bla, wird auseinandergenommen, bla bla bla. Mhm. Zündspule durchmessen. Ah, da steht das ja mit dem oben. Hast recht, Mieselweiber, hast recht. Aber der Zündspule ist okay, meint der Typ. Drei Sensoren, bla bla bla. Zündspule verfolgt, was wir. Der Stecker nicht mal auf und Motor. Also aufhören. Nee, kein Motorsteuerungsdefekt. Nee, hör auf, denn der baut so böse Sachen raus. Aha. Alter, es wird langsam nervig hier.
Wahrscheinlichkeitssinnpumpe-Defekt. So, bis Rumpumpe anderes Zündsteuer getestet, ohne Erfolg. Spinne das gar nicht mal an. 30 Sekunden, einmal am Tag. Geile Karre. Warte mal, 5 Funken kommen. Machst du das so kurz messen, bevor das sind. E1, der Mister wieder. Technik, die begeistert, Alter. Der hat den Motor ausgebaut auf dem Bild, Alter Schwede. Verteilerkappe hat er neu gemacht. Letzter Beitrag. MSG, es ist ein MSG. Motorsteuergerät. Das ist schlecht. Zündkabel. Zündmodul, alles durch. Das ist genau unser Problem, Alter. Der hat genau das Problem, was wir auch haben. Wie weiter geht nicht? Doch. 3 Seiten. Ach du Scheiße, Alter. Problem, oder Problem springt an, geht sofort wieder aus. Oder ist der nächste? Aber die Karre läuft mit Bremsenreiniger. Steht hier. Ja, Steuerung will ich selber revidieren, glaube ich. Da will ich selber mein Dingsen tüdeln. Ich glaube nicht, dass der hier, dass der so eine Wegfahrsperre da drin hat, Alter. Das kannst du alles ranstecken, das Ding läuft. Hätte es ja geschrieben, weil ich bin noch nicht fertig hier. Oh, das Steuerrad in der Hand, das ist schlecht. Böse Bilder. Das rüber. Läuft wieder Lack am Motorsteuergerät. Scheiße. Das ist das, was ich gar nicht hören will. Okay. Also wenn das jetzt hier SMD-Löten. Ja, okay, das ist ein Problem. SMD-Löten kann ich natürlich nicht. Vinny aber vielleicht. Vinny kann sowas sicherlich. Also brauchen wir unseren KW-Sensor, können wir uns sonst wo hinstecken. Wir können ja mal gucken, was ein Motorsteuer für ein Auto kostet. Gebraucht. Motorsteuergerät. Das gleiche wie eine Schellika. Oh, cool. Ich habe eins gefunden. 1,8er VVTi. Ist ein falscher Auto, oder nicht? 249. W3, müssen wir nur mal gucken bei unseren. Wisst ihr, wo das sitzt, das Steuergerät? Vorne oder wo ist das? Wollen wir das mal ausbauen und einsprühen? Das ist ja neu, wollte ich gerade sagen, der 1,8er. Alter, beim Fehler kriegen wir auch ein gebrauchtes Thorsten. Moin übrigens, Alter. Der falsche Motor, Alter. Also gebrauchte, wenn es die richtigen sind, den 2 Liter, 200 Euro. Ah, ich will da Winnie für nehmen. Nur Winnie ist der Mann dafür. Aber ich kann sagen, Kerl Lötstellen kann selber nachlöten. Das ist echt nichts. Hab ich letztens bei so einem Skoda Fabia auch gemacht. Bei der Kontaktplatte von so einem hier Fensterheber. Die kosten über 500 Euro, so Fensterheber, weil die mal kaputt gehen und die nicht mehr neu hergestellt werden. Habe ich auch gegurkt. Fährt bis heute die Karre. Oder Fensterheber bis heute die Karre.
Und die Frage ist natürlich jetzt nur, wie diese scheiß Steuerrede ist. Ist das vorne im Kofferraum oder was? Mal gucken gehen, wa? Kann man daneben bei googeln vielleicht. Vielleicht können wir uns ja gleich mal hier ergänzen. Ich guck schon mal. Ich schätze, das Steuerrad sitzt vorne im Motorraum, vorne im Kofferraum. Das wird mir so der Karre passen. Vorne im Kofferraum oder den Teppich. Jo, genau, siehst du, haben wir alle den gleichen Schirm. Gleichen Dings. Warte, ich mach mal eben den Kofferraum auf. Alter, das ist warm hier drin. Das ist voll warm hier drin. Warum ist das denn warm? Ach, weil der Kühler hier drin ist. Okay, gut, der Kühler macht ja Sinn, dass hier drin ist und warm ist. So, wollen wir mal gucken. Ersatz gerade raus. Haben wir auch Glück, wir müssen das mal einsprühen, den Stecker. Wisst ihr, was ich meine? Von innen hinter der Rückbank, der hat keine Rückbank, Conny. Rückbank gibt es bei dem Auto nicht. Ich würde auch sagen, hier vorne. Also bin ich mir auch relativ sicher, dass hier vorne sitzt. Und den ganzen Plastikscheiß hier. Aber der kann jetzt eigentlich alles an Elektrik hier vorne. Das Wichtigste wenigstens. Alles schon mal die ganze Scheiße. So, guck mal. Hier sehe ich keinen. Da kannst du einen da hinten. Ich glaube, ich hab's. Das ist hier was an Steuergerät. Das kann man mit der Lenkung zusammenhängen. Dann die Abdeckung. Ah, okay. Hier geht schon runter. Und welches ist das? Das sind mehrere. Warte, ich hole doch mal eine Lampe. Dafür da. Oh, die Lampe ist scheiße. Mal gucken wir mal. Hier ist ja nur ein Steuergerät, aber finde ich das sein? Glaube ich nicht fürs Dingsen. Bezweifle ich. Das hier ist Power Steering. Das ist schon mal das Falsche. Power Steering, Power Steering. Das sind beide Steuergeräte für die Lenkung scheinbar. Hier ist Sicherungskasten. Den kenne ich schon. Der riecht auch fein nach WD-40. Schon eingesprüht, die ganze Scheiße. Die Abdeckung hat den Fahrersitz. Conny hat, glaube ich, recht. Conny, ich werde niemals daran zweifeln. Da ist die Injektorkontrolle, ist auch ein Motorsteuergerät. Das ist da vorne. Und sonst gibt es ja eigentlich keins. Nee, bin es nicht dafür. Gucken wir mal nach. In einem Fahrersitz ist der nächste Schritt. Wird ja irgendwo sitzen, ist ja logisch. Wird ja eins haben. Kann ja auch eine Art Turmbrett sein. Kann überall sein, Alter. Die Scheiße kann wirklich überall sein. Hör bloß auf. ECU-Übersung googeln, dann findest du das Bild. Ja, einmal wieder ins Büro gehen. Da will ich ja gerade gar nicht hin. Weißt du? Das ist halt das zweischneidige Schwert daran. Alter, hier ist Kohle drin. 30 Cent habe ich schon gefunden. Oh, die Box ist rausgerutscht. Nordspieler-Box. Jetzt geht's ja wieder. Haha, repariert. So, guck mal, hier ist Teppich. Da könnte es nicht hinter sein. Kuckuck. Rückwand. Hier ist nur eine Rückwand zum Motor. Hier ist kein Steuergerät. Hier gibt es schon mal keins. Hier ist schon mal schlecht. Beifahrer. Oh, Beifahrer ist toll. Da ist ein Verstärker hinter. Da ist ein Verstärker, da ist eine Anlage drin, der Bock. Rechts, rechts ist ein scheiß Wort, Alter. Ganz schlecht. Hinter dem Armaturenbrett, nur mal kein Scheiß. Unter vielleicht, ja. Hinter wäre schlecht. Super toll. Wir gehen mal rüber. Fahrerseite, da ist aber nicht.
Da ist nur die Rückwand. Rückwand zum Motor rechts. Kann nicht, Alter. Da ist aber nichts. Da ist gar nichts. Das ist wirklich nichts. Da kann man nichts abschrauben, Alter. Also hier soll es nichts sein, sagt er. Ich glaube euch das. Das kannst du eh nicht klappen. Doch, die kannst auch klappen, wenn sitzt, okay. Hängt auf der Verstärker. Das ist ein scheiß Ort. Der beschissenste Ort in der ganzen Karre, den Steuerweg zu verstecken. Oh, ein Mäusenest. Noch ein Mäusenest, Alter. Hinter der Spritzwand beim Motor. Ah, komisch. Komisch. Wir können mal im Motorraum reingucken, wie wir finden da vielleicht. Irgendwo hier ist die Spritzwand, die kann ich sehen. Warte, ich parke euch mal eben kurz wieder hier. So, Sicherungskasten. Da ganz viele tolle Kühlerschläuche, wo man nicht ankommt. Da ist irgendwie so ein Wärmetauscher. Da ist der Lüfter für den Motorraum. Da ist aber keins, Leute. Hier ist echt keins. Hier gibt es kein Motorsteuergerät. Nee. Das ist hier nicht versteckt. Das Rätsel ist woanders. Ich guck nochmal, ob ich das abschrauben kann. Warte, ich guck nochmal, was ist das hier? Langer Text. ECU Second Generation is in the case. GTR located at the rear boot. From the engine. Rückwand von der Wand, doch hinter der Dingsen. Verkleidung in dem Fahrersitz. Sitzt außen an der Karosserie. Kleidung hinterm Fahrersitz abschreiben. Ich guck nochmal da hoch. Dann tapp ich nochmal eben hoch, Alter. Ich guck nochmal nach, ob ich das übersehen habe. Also hier gehen schon mal Kabel rein. Das sehe ich hier. Da gehen Kabel. Hier kann man nichts. Ich habe nur eine Rückwand. Hier geht nichts zum Abschrauben, Alter. Gar nichts. Verkleidung. Hier vielleicht? Hier drin? Hier ist auch nicht drin. Nee, hier ist auch nichts. Das ist bei mir ist einfach nur eine Rückwand. Einfach nur rotes Metall. Warte, ihr guckt. Könnt ihr sehen? Warte, ich glaube, das ist mal im Hof für euch. Hier, mehr ist da nicht. Ein rotes Metall. Dem Loch ist noch ein Loch drin. Das geht zum Motor rum. Das war's. Mehr ist da nicht. Muss der Kabelbäume hin, fühlt sich auch so. Das ist ja komisch, Alter. Hinter der Batterie? Ja, die ist ja da hinten. Schau mal, immer zwei Spider-Removal, bla bla bla. Warte mal, ich guck noch mal vorne. Ich guck noch mal, was Dennis gesagt hat. Das klingt nicht immer so verkehrt. Vom Gedanken her, findest du nicht? Da ist die Batterie. Hier ist aber auch kein dickes, fettes. Nee. Steuer, da hängen zwei, aber die hängen bestimmt besser drauf, Steering, ne? Ja, komm, wir gucken das Video mal eben im Internet. So, Kofferraum? Im Kofferraum waren wir noch nicht. Das ist neu. Kofferraum hinten in den Kofferraum, meinst du? Da, wo die ganzen Teile drin sind, die ich mal einbauen sollte, vom Volker aus. Man kennt ihn. Dann kommen wir mal gucken. Guck mal hinten rein. Den Kofferraum haben wir noch nicht, der ist neu. Warte. Super. Wenn wir jetzt den Kofferraum aufkriegen. Ein YouTube-Video, okay, das ist ein Wort. Der Zug ist denn überhaupt? Ach, der ist der. Den wollte ich haben. So, weiter geht's. Ach, hier wahrscheinlich an der Wand. Das ist die Wand, die gemeint ist.
Super, ganz viele. Wir lieben noch eine Klipse. Ich hab's! Hier ist es! Engine Control! Da ist noch ein Kabelbinder drumherum. Zum Abbauen brauchen wir 10er, aber ich würde sagen, ich sehe schon 1000 Kabeldiebe. Gute Arbeit! Hab Sichtkontakt! Alter, nein! Was ist das denn für ein Scheiß? Ach du Scheiße! Irgendwelche Kabel hier. Hier ist ein Kabel angeknabbert, ein Massekabel. Da müsste mal einer funktionieren. Das geht noch. So viel Scheiße ist hier einfach angekaut von irgendwelchen Viechern. Hier ist was gebrückt. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, Alter. Ja, aber das ist es nicht. Das ist das Problem, glaube ich, nicht. Obwohl das Kabel hier vielleicht könnte sein. Hier ist ein Massekabel total zerlegt. Da stehen ein paar Dinger dran. Naja. Ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir den Stecker einmal rausziehen. Und einsprühen. Aber das ist ein Kabel, aber eine Maus drin, würde ich sagen. Das ist übrigens das erste Mausenest an der Karre hier. Mausenest kann die Kiste ganz gut. Elektroklaus haben wir sowieso, das ist das Problem mit der ganzen Geschichte. Ich guck mal, ich hab mal was zum Sprühen. Guck mal, WD-40. Ne? Und das angeklammerte Kabel, das können wir eventuell nochmal tüdeln gleich. Ich komme mal eben hier. Ich komme mal ein bisschen Kabelverbinder. Okay. Und hier Seitenschneider. Und wir machen das Kabel mal heil, das eine. So, dann wollen wir den Fusch mal beginnen. Das brauchen wir. Schrumpfschlauch, Dingsen, WD-40 und ein Feuerzeug. Kabel haben wir ja schon, automatisch zum Brücken genommen. Praktisch. Ich fange mal den Stecker mal an von dem Scheiß, würde ich sagen. Wa? Obwohl, nee, ich ziehe mal den Stecker ab, der kaputt ist. Der hier, der fangen wir mal an. Mach das Masselkabel mal immer neu, was so sichtweise schon kaputt aussieht. Weil da war da schon mal einer, da steckt schon mal eine Gurke drin in dem Ding. Definitiv. Spontan sagen. Eigentlich doof ist, aus Braun wird jetzt rot. Kondensatoren, bla bla, die gehen. Das Kabel können wir erstmal neu machen. Das ist so eine ganz gute Idee. Ich denke, das ist doch ein schöner Anfang. Weil es eh scheiße aussieht. Und wenn es scheiße aussieht, dann kann man es ja eh neu machen, weißt du? Das ist richtig im Arsch geknabbert. Junge, Junge. So, bis die Karre gar nicht mehr laufen eigentlich. So, abisoliert. Abisoliert die zweite, war das so? Fast. Keine Sorge, so zwei Minuten Sache, ich habe da jetzt relativ viel Übung drin. Ich habe das gestern noch bei jetzt das Motorrad gemacht, bei den scheiß Blinker, genau die gleiche Scheiße. Müsste eigentlich jetzt gleich gehen. So, müssen wir eben die beiden Schrumpfschläuche hier mit ihm mit verbinden. Dann vertüdeln wir das. Für die 40 kannst du aus Kontakt springen, das geht ganz gut. Ich habe gerade nichts anderes. Das war halt improvisiert, ne? Aber ich bin mir sicher, also ich bin mir relativ sicher, dass das gerade nicht der Fehler ist, was wir machen. Ich kann mir echt ganz gut vorstellen, dass der Fehler wirklich im Steuergerät selber liegt. Aber um das herauszufinden, müssen wir es halt nur testen, ne? Und ein angeklammertes Kabel, brauchen wir nicht überreden, ist ein Scheißkabel, oder?
Scheiße, der Schlupfloch ein bisschen lang, noch ein bisschen kürzen den Einbohr. Ich muss die auch ein bisschen kürzen. So. Und dann vertüdeln wir das gleich alles so ein bisschen. Und dann machen wir den Schrumpfschlauch drum. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Am besten ist es, bevor man das lötet, ne? Aber naja. Wir wollen ja nicht unsere hier Herkunft als Gurken hier anzweifeln. Muss ja auch irgendwo herkommen, der ganze Gurkenkrieg. Der ganze Gurkenscheiß. So, komm. Ja, komm, jetzt geht er rein. Ach, Schlauch will nicht, der will nicht draufgehen, der Schrumpfschlauch. Dann ist das Nummer zu eng gewählt. Einen größeren muss ich nehmen. Einen immer größer, so ein. So, auf ein neues. Mit dem Feuerzeug am Steuergerät rumtüdeln, ganz wichtig. Genau hinter dem Tank. Das ist genau der Scheiß, auf den wir Bock haben hier. So, warte, zweiter Schrumpfschlauch. Dann ist die Leitung schon mal repariert. Und dann kommt das Kontaktspray, was glaube ich in den Kommentaren sehr, sehr umstritten ist gerade. Schätze ich mal. Aber das müsste funktionieren. Nur ordentlich verzwiebelt. Kriegen die Scheiße. So, nochmal. Komm, kleiner. Hier. Okay. Ich kann immer gern wissen, wer diese Scheiße hier so vergurkt hat. Alter Verwalter, das ist richtig gegurkt. Und der ganze Kabelscheiß, der ist so hart vergurkt, Alter. Da sind so viele Kabeldiebe und so scheiß Nullverbinder drin oder irgendwas. Das ist schon sehr interessant. Das ist fast so geil, wie ich gerade mache. Ich bin fast harmlos dagegen. So. Das ist repariert. Ich sehe nicht mal ein Kontaktspray. Nur so als Warnung. So, gucken wir mal, was passiert. Wir müssen den Stecker am Steuerrad wiederfinden. Find den mal wieder, Alter. Find den mal wieder. Das ist gar nicht mal so einfach. Wenn du mich nicht siehst, du hörst das nämlich nur. Und da ich schlecht höre, muss ich fühlen. So, der ist dran. Guck, wie die Kabel hier aussehen. Kabel drin, habe ich jetzt ausgepinnt. Ne, alles drin. So. Hier ist auch alles heile, glaube ich, oder? Guck mal, klar. Ich suche nach angeknabberten Kabeln, weißt du? Heile Kabel ist aber gleich. Hier ist nichts angekaut, hier ist alles okay. Davon ist eine Massekabel, was angekaut ist, offiziell, so, wo man so sehen kann. Alles, was hier so drin im Kofferraum so rumliegt an Kabeln, ist alles für dieser Apex-Steuerung, die hier mal drin war. Dieses komische Leuchtpanel da. Das hat der Kollege, der mir geholfen hat bei dem Weg, hat er rausgepinnt. Das war nämlich im Arsch. Beziehungsweise das hat die MKL angemacht, das ist für die Karre nur 80. Alter,
findet man den Stecker wieder. Das ist gar nicht mehr so einfach. Von so einem Typen wie ich, der keine Geduld hat. Ja, ha! Hab ihn. Hier ist noch ein Relais, bei dem ganzen Scheiß mit Spannung versorgt wahrscheinlich. Ein grünes. So, warte. Warte, mal gucken. Warte, ich zeig das mal. So. Da seht ihr hier, das ist das Steuergerät. Warte, ich leuchte mal eben mit der Lampe hier. Das Steuergerät und dort ist der Kabelbaum. Und die beiden schwarzen, das rote Kabel, was hier ist, war vorher, warte, ein bisschen indirekter, so vielleicht. So. Hier, das hier habe ich halt gemacht, selber gemacht, neu gemacht. Das Kabel, ne? Ja, wenn da keine Langzeitwirkung, würde er erstmal nur das Federbild beseitigen. Ne? Das hier war diese komische Kacksteuerung, die raus ist, die ist rausgepinnt, die war hier mit dran. Die ist weg. Ne? Bastelbude regelt. Jetzt gucken wir mal, was er hier sagt. Manchmal Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Reißen wir den mal an, wa? Guck mal, anspringt jetzt. Stellt mal wieder auf die Duo hier. Dann gucken wir mal, was passiert. Das Problem ist jetzt, wir könnten warten, ob er wieder rausgeht. Wollen wir die vier Schrauben aufmachen? Ah, ist eine Idee. Komm, guck mal, Kreuzschrauben hier. Die Idee ist eigentlich gut, finde ich auch. Hatte ich gerade auch überlegt. Dass man leichter nichts sehen kann, gar nichts sehen kann. Stellen wir mal ein bisschen tiefer. Machen wir das Steuergerät mal auf. Bitte. Ich kann es ja nicht dahin stellen, dass ihr da reingucken könnt. Das ist ein cooler für euch, aber das kriege ich nicht voneinander. Ich schraube das mal eben auf. Also, ich finde, das Steuergerät konnte ich mir auch vorstellen. Ne? Direkt. Also könnte ich mir eigentlich am ehesten vorstellen. Ich glaube nicht, dass an dem Kabel lag. Das Kabel war wohl offen, ne, aber das war ein Masselkabel. Das hatte nirgendwo Kontakt und da waren noch ganz schön viele, oha, da ist es gefallen, ganz schön viele Litzen noch offen, die, sag ich mal, eigentlich noch Masse führen müssen. Ich glaube, da wird optisch wieder nichts zu sehen sein. Aber nachlöten kann man das gut. Das sieht sehr einfach aus. Sieht echt sehr einfach aus, nachzulöten, das Ding. Das würde ich sogar hinkriegen. Warte, gucken wir das mal selber ganz genau an und dann könnt ihr gucken. Warte. Kondensatoren konnte ich übrigens so gar nicht sehen. Nur ein paar konnt ihr sehen. Die sehen immer so aus, als wären sie nicht hochgegangen. Sieht alles noch ziemlich heiler aus. Oh, der Kleine hier. Warte, ich will auch gucken. Hier, das ist die Platine. Die können wir natürlich auch abschrauben, dann wird die wieder frei hängen. Und dort sind die Kondensatoren, aber da ist aber keiner von denen irgendwie angelaufen, aufgeblasen oder irgendwie kaputt. Man könnte die vielleicht mal ausmessen, ne? Aber da wird nicht viel mit sein. Glaube ich nicht. Das hier ist die Platine halt, ne? Und die sieht aber, hier könnte natürlich irgendwo eine KL-Lötstelle drin sein, dass der Scheiß nicht funktioniert. Das könnte sehr, sehr gut sein. Ich finde mal, wir schmeißen ihn erstmal an. Nicht, dass das Kabel unten war und wir uns das ganze Scheiß nicht umsonst jetzt hier vertüdeln. Bevor wir jetzt hier irgendwas zerlegen, was wir am Ende bereuen. Guck mal, was passiert jetzt.
Ist jetzt ja eigentlich laufen, die Karre. Ja, gut so. Lass die Karre aus. Ja, ist ja okay. Dann machen wir jetzt hier. Übrigens hier, Strom ist doch aus hier. Ne? Weißt du, Strom ist ja aus. Ich habe die Zündung, die trennt die Batterie, wenn du den nächsten noch rausmachst. Da kann sie dann irgendwo Saft draufsetzen, aber scheißegal, wir gucken da jetzt einfach mal rein. Okay, ist ja in Ordnung, bevor er mich gleich lyncht. Okay, mal Batterie ab, wir haben ihn festgefroren, glaube ich, oder? Warte. Bevor er mich gleich lyncht. Batterie ab. Ich mache es unter Feuer jetzt. Damit ich keinen Bock mehr so ein scheiß hier Dings zu holen. Wie heißt das hier? Übrigens 4 Schrauben und keine 2. Ich hab keinen Bock. Hier, was anders. Ich ziehe jetzt einfach die Stecker vom Steuerrad alle ab. Guck. So, kein Stecker mehr dran. Jetzt kann nichts mehr passieren. Ist auch keine Musik drauf. Jetzt muss ich mich wieder den ganzen scheiß Baripo losschrauben. Da hab ich keine Lust drauf. So, ich mehr Werkzeug, ich hätte den ganzen Werkzeugwagen mehr holen sollen. Kein Stecker mehr dran, kann nichts passieren, kann keiner sterben. Normalerweise nicht. Aber die Schrauben, die ich hier abmache, ich bin der Erste, der die löst. Die fühlen sich so an, als wäre mit Drehung angezogen. Knack, knack, knack. Wenn es da funkt, gibt es ein neues Steuergerät. Oder ein Großbrand. Könnte auch interessant werden. Also kein Stecker dran, was soll da funken? Aber alle abgezogen. Der 3 Stecker das Steuergerät, alle 3 sind ab. Da kann ich jetzt kann ich so viel Steuergeräten. Ich habe in den Kabelbinder mal erstmal ab, diesen komischen Albert. Den hier. Der ist ja voll furchtbar. Oh, die Kondensatoren habe ich sogar da. Ich habe eine riesen Kiste voll mit so einer Scheiße, Alter. Unterschätzt die Gurken nicht. So, Platine. Oh, mit Bändern festgemacht. Super. Hochgebogen jetzt. Sieht alles gut aus. Hier ist nichts angelaufen. Heiß gelaufen. Tüdelig gelaufen. Guck dir mal einzeln an. Ich weiß nicht, ich kann das nicht genau, ich kann es genauer sehen als ihr, glaube ich. Nichts heiß. Sieht aus wie neu. Komplett. Neue Tipps. Isopropanol, ich habe nur WD-40. Unter die Elkos. Ja, die war jetzt die andere Seite, ne? Aber hier ist nichts. Ich kann auch keine Lötstelle erkennen. Ich kann sie eh nur messen. Ich muss doch nicht alle durchmessen nach und nach. Oder auf guten Glück mal nachlöten. Das würde ich mir sogar zutrauen. Das würde ich sogar selber hinkriegen, denke ich. Vom Ding her. Krieg ich hin. Ich kann nicht so auf hochbiegen, weil dieses Lochband kaputt. Das kriege ich wohl hin. Das kann ich. Das habe ich schon öfters gemacht. Wie gesagt, Fensterhebergeschichten und sowas, ne? Aber, naja, hilft nichts. Wenn ich ganz ehrlich bin, wir sind nicht weiter. Ehrlich, wir sind nicht weiter. Oder sind wir weiter? Also in meinen Augen nicht. Ja, für Kalin Rossenballer ist das nichts. Der ist mittlerweile nicht mehr so einfach verfügbar wie früher. Hä? Ich habe die Steuerräder eingedingt in die Innenlampe an. Perfekt. Leben wieder drauf.
Ich würde sagen, lass das mal so baumeln hier und schmeiß die Karre nochmal an und guck mal, was passiert, oder? Nochmal warm laufen lassen. Hier ist noch ein Starter. Nee, Starterrelais ist für einen Anlasser. Das ist egal. Cooling Fan geht auch. Das ist es auch nicht. Na, wir können nur wieder die Karre laufen lassen. Irgendwas am Steuerrad wird nicht in Ordnung sein, weil dann das sucht, findet man etliche Videos. Ich bin mir ganz sicher, dass das Steuerrad kaputt ist. Also, ich würde jetzt sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Karre jetzt funktioniert, 10% von 100. Die, weißt du? 10% von 100, maximal, dass ja jetzt läuft. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass Steuerrad defekt ist, dass da irgendwas drin im Arsch ist. Die Frage ist natürlich jetzt, wir können natürlich mal eben kurz den Deckel mitnehmen. Wir lassen den jetzt laufen. Müsste jetzt hier eigentlich laufen, der Motor, logischerweise. Und während der Motor läuft, gehen wir ins Büro mit dem... mit dem Deckel von dem Teil, mit der Nummer drauf, hier guckt, und gucken mal, was uns da recht kostet. Gebraucht. Also Steuerrad würde ich nicht auch sagen. Aber ich meine, das ist eine ganz witzige Diagnose hier. Ich mach so einen Scheiß ja echt gerne. Jetzt hab ich doch eine Cola, nicht meiner Frau petzen. Aber wir gucken jetzt nochmal PC mal nach. Was finden. Die Thermik hat da keine Rolle. Das Steuerrad wird höchstens ja selber warm werden, wenn es hochkommt. Ne? Letztendlich kann das so viel sein, ne? Müsst ihr euch vorstellen. Sehr, sehr viel. Aber jetzt die Nummer. Mit der können wir arbeiten. So, holen wir hier. 89-661-17-370. Das ist falsch. 127 ist falsch. 17370, das ist mein Fehler gewesen. Ich habe Zahl zu viel angegeben. So, jetzt. Nö. Toyota. Toyota. Toyota Set. Oha, mit Werkfahrsperre. Sehe ich hier schon, aber es ist es gar nicht, glaube ich. Celica 16V Steuergerät. Da ist es. Da ist es. 19,90 €. Alter, dann wir haben Schwein. Hier. Das ist es. Guck mal hier. 98661-17370. Für 20 Euro. Aber was ist denn damit? Ist kaputt? Artikelzustand gebraucht. Steht drin. Camry, Motorsteuergerät. Jetzt ist die Frage, das frage ich jetzt euch. Ich weiß nicht, ob ihr mir das beantworten könnt. Die kosten allgemein nichts. Das ist schon wieder eins. Das ist voll billig, hätte ich nicht gedacht. Jetzt kommt meine Frage an euch. Was denkt ihr? Hat das eine Werkfahrsperre? Oder muss man, kann man das da so reinstecken? Werkfahrsperre 50-50, ne? Aber wenn ich ehrlich bin, haben wir ein Risiko, wenn wir das kaufen? 19,90 € bringen uns jetzt ja nicht um. Also ich hätte gedacht, da ist doch mindestens noch mal ist der 5 davor. Das ist noch eins für 38 €. Das kostet ein bisschen mehr, aber das macht es auch nicht besser. Jo, ist das gleiche. Guck hier, sieht ihr das? Alter, sieht voll angelaufen aus. Was hat er denn gefunden? Aus welchem Auto stammt das? Ach du Scheiße. Anderes besser beschrieben.
Jetzt die Frage, ich würde sagen, jetzt warten wir erstmal ab. Ja, ich kann meins ja immer noch reparieren lassen. Um Gottes Willen, das ist ja nicht. Das kann man ja nicht ausschließen. Aktuell läuft die Karre sogar noch, ich kann sie noch hören. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt ab, ob wir ausgehen. Ob er ausgeht und dann kaufen wir ein neues Steuergerät. Ich würde es jetzt schon kaufen. 20 Euro ist echt kein Geld für ein Steuergerät. Hätte viel, viel mehr gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ja, verkaufst du es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das. Toyota Camry oder MR2 oder Celica. Wie viele fahren dafür in Deutschland rum? Nicht viele. Das mache ich damit. Das ist ja nicht so das gefragte Auto, ne? Oder so das Nummer 1 Auto, was sich alle kaufen. Ich würde aber auch sagen, wir kaufen uns das einfach aus dem Vorrat. Ich kaufe das, was? Ich kaufe das einfach, Leute. Ich kaufe das. Ich kaufe das Steuergerät. Das hat sowieso das Gute an dem Steuergerät ist auch, wir kennen das ja, Gewährleistung. Steht Artikelzustand Gebrauch drin. Und wir haben eins auf Lager, wenn wir eins brauchen. Ja, scheiß auf den Zwanni, den hauen wir jetzt raus. Ich hätte nie gedacht, ich hätte gedacht, es kostet mindestens 200. Oh, ich habe 11 Euro auf PayPal. Wer hat was gekauft heute? Ein Gurkenschwab. Dankeschön dafür. Die Karre läuft übrigens. Gewehr, da kennen wir uns doch mit aus. Ein Steuerrad ist kein Verschleißteil. Antonio, geht klar, danke Mann. So, Kauf bestätigt, ist mein Steuergerät. Ne, guck mal, wer bestellt hat, im Gurkenshop. Bin gespannt, guck mal nach. Mache ich alles von hier aus, ich versende auch von hier aus immer. Ja, siehst du, einer hat bestellt. Wer hat gekauft? Jan hat zugeschlagen. Jan hat sich ein E-Auto und einen Danke-Aufkleber gekauft. Hä? Mifiko, ich danke dir für die Beteiligung am Steuergerät. 10 Mark, danke. Das Gute daran ist ja, dann kann ich ja eins von beiden Steuerräten Windy geben, zum Nachlöten. Läuft seit 0:58 Uhr. Wir haben jetzt 1:05 Uhr. Das heißt, dass der jetzt schon seit 7 Minuten läuft, der Motor. Ich kann ihn auch hören, tatsächlich. Ich mache mal eben Jan sein Ding fertig. Kann ich mir das mit in die Karre schmeißen und morgen früh rausschicken. Dann denkt er, wow, so schnell ist das ein krasser Shop. Der Gurkenshop, der hat's drauf, Alter. Ich schwöre euch. Ja, der hat's voll drauf, weil ich keinen Kugelschreiber mache. Mein Kugelschreiber wurde mir geklaut. Wer hat denn mir meinen Pulli geklaut? Das ist schon wieder scheiße. Da sind ja beide. Ach, Kaufverträge habe ich hier gemacht. Stimmt. Ich habe eine Karre verkauft. Opel Vectra B. Da steht er. So, warte mal. An. Alter, will er nie mit rechnen. Das wird so schnell da sein. Da bitte echt doof gucken. Absender. Ich. So, rein damit. Da bitte echt doof gucken. Das wird witzig werden. Richtig witzig. Ich falte den Aufkleber nicht, das passt doch nicht da rein. Ich muss mal diese untere Kante mal wegfalten. Kleinsten Briefumschläge der Welt, aber wenn wir da aufbrauchen. So, zack, erledigt. Mariam, sitzt immer hier in der Bude. Alter, das muss doch morgen früh schon da sein. Weil wenn ich jetzt morgen früh jetzt vorm Frühstück bei der Score abschmeiße, Alter, ist das morgen früh da, das Ding.
Because I'm professional. Hat keiner gemacht vor Ewigkeiten. Ach, so. Erledigt. Das hab ich nur nicht vergessen nachher. So, können wir schon mal markieren, das versendet. Rechnungsnummer erstellen. Bam. Finanzamt freut sich auch. Die haben auch ihre hier Steuern noch aufgekriegt jetzt. Und versendet. So läuft das hier. DHL dauert halt länger, ja. Aber ich mach nur DHL tatsächlich. Aber bei der Score. Hat sich so gut eingeschossen, die Nummer, muss ich sagen. Funktioniert echt gut. Auch sie nimmt auch meine Post meistens immer an und sowas. Übrigens, wir haben 1.08 Uhr und der Tür läuft immer noch. Stimmt, ich werde jetzt mehr gekühlt, weil das Ding offen ist. Aber der wird nicht warm, glaube ich nicht. Oh. Junge, ey. Aber mit dem Steuerräder wäre Glück. Ich habe richtig Schwein gehabt. Ein anderes Steuerräder, das muss angelernt werden. Solange die Fehler bei einer Gurke nicht gefunden werden, ist das vergebene Arbeit. Jochen, sag mal nicht. Wir waren doch gerade eben in dem Forum gewesen. In dem Forum hat hier ein anderer Typ den sein Steuerrät zugeschickt und es hat funktioniert. Sag das mal nicht. Also scheint das zu funktionieren. Und bei so einem alten, hier bei meinem Porsche zum Beispiel, bei meinem 944, der läuft mit dem Steuerrät von dem 944, von dem anderen Schlachter und mit dem Steuerrät, vorher drin war, läuft da auch mit. Die lernen sich selber an. Das ist ein anderes Zeitalter. Die neuen Dinger kann sein, ne, diese ganz neuen Kisten, aber bei so einem Ding ist es halt, wie gesagt, die merken sich noch nicht so viel. Ne, wie gesagt, die haben ja auch noch keinen Kennbus oder irgendwas, weißt du? Das ist auch kein richtiges Steuer, das ist eher ein Gameboy. Weißt du? Aber bin ich sicher, wenn das im Vorrunde funktioniert hat, warum soll der Typ sich Scheiße ausdenken? Sonst wäre der Wagen ja Schrott, weil du kannst ja nicht mal nach Toyota damit fahren. Die wissen, aber meine Toyota hat diese Tester noch. Keiner hat die Tester mehr. Er läuft noch. Ich höre ihn laufen. Sie uns schon so einen CPU-Lüfter in das Steuergerät einbauen. Oder so ein langer Schlauch mit so einem Kühlmittel. Um den abzukühlen. Das Steuergerät. Für auch wild. EEPROM, genau. Moin Speedy. Das kann sein. Aber wie gesagt, das ist immer so ein Thema für sich. Ihr wisst das selber. Aber wir stecken ja nie drin, ne? In diesem ganzen Tüdelkram. So, der kann da erstmal wieder aus. Gucken wir gleich mal nach, ob die Karre nachläuft. Aber auf jeden Fall aktuell läuft sie, hör sie ja. Mit Heißluftföhn draufblasen, mit Werkstatt also, verschmolzen. Da geht nicht aus, die Karre. Der wird eine Wegfahrsperre haben. Die Frage ist nur, ob die nicht rausgenommen wurde bei dem Auto. Alles rein, Speedy, das schicht durch. Das fahrst du mir nur im Auto. Da kannst du nur mit einkaufen fahren und zurück. Weil da geht mit dem Ding nicht. 5 vor Liefer, läuft schon seit 16 Minuten. Läuft er jetzt schon. 20 Minuten ist Rekord. Wegfahrsperre, hier mein Porsche zum Beispiel, der hat eine Wegfahrsperre mit einem Schloss. Den kannst du mit einem separaten Schloss, kannst du den aktivieren und deaktivieren. Ich habe aber auch gelesen in diesen Foreneinträgen gerade eben, dass da einer ist, die Wegfahrsperre rausprogrammiert hat. Glaube ich aber nicht. Für meine Mutter reicht der, definitiv. Auf jeden Fall. Aber was haben wir jetzt effektiv an dem Auto gemacht? Wir haben jetzt seit dem letzten Auskehr eigentlich nur ein Kabel neu gemacht. Und ein Steuergerät einmal ein bisschen rumgewackelt und einmal an diesen Verbindern gebogen. Das kann schon sein. Das war allein schon, weil wir das
Ding da gerade nach unten gebogen haben, diese ganze Scheiß, diese Bänder da drin, dass wir da in dem Moment Kontakt wieder hergestellt haben, wo vorher kein Kontakt war. Das kann jeder Kleinscheiß sein. So vom Ding, ne? Finger, soll den Tag nicht vor dem Arm loben. Auf jeden Fall, egal was jetzt passiert mit dem Auto, ich würde tatsächlich sogar das zweite Steuergerät nochmal ausprobieren. Da war Gehäuse offen, das kann sein, Mini-Driver. Das wäre auch cool eigentlich. Kabeldiebe unten am Dings müssen wir, aber die Kabeldiebe haben sie ja damals nur genommen, glaube ich, um dieses Apex-Tool da zu verdingsen. Damit kannst du das Gemisch ändern. Fetter und magerer stellen bei der während der Fahrt. Schlüssel gefunden in den. Da passt ein Transponder. Okay, ist gefährlich. Ja, er läuft noch. Föhn warm machen, dann brauchst du nicht warten 20 Minuten. Ja, ich habe aber keinen normalen Föhn da, ich habe nur Werkstattföhn da. Ich glaube aber auch nicht, dass das Steuerrad warm wird. Groß. In sich selber, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Die Elkos werden vielleicht warm, ne? Das konnte ich mir vorstellen, wie ihr schon sagt. Ich finde geil, dass man über den Diagnoseanschluss von dem Auto alles brücken konnte. Die Elkos werden warm, ne? Ja. Ich kann den Lüfter laufen. Aber warm ist er jetzt auch, der Motor. Ja, oder das Steuerrad mal rausnehmen und diese ganzen Kontakte alle mal nachlöten, ne? Könnte man auch machen. So vom Ding her. Wäre eigentlich nichts mit verloren, ne? Ja, Ralf, wir sind beim Tüdeln hier. Wir haben hier gerade so ein Projekt. Zeig dir gleich. Wir machen übrigens eine Karre wieder zum Laufen, die mal ausgeht. Community-Projekt. Aber eigentlich ganz witzig gemacht, hier die Nummer, ne? Spät in der Nacht rumstreamen und oder Karre zum Laufen bringen. Das kann man auch nicht überall machen. Der Wagen läuft noch, Olli. Hör noch. Ich sitze hier gerade ganz bequem, muss ich sagen. Sure. Ist so ein wilder Stream, finde ich auch. Ja, und vor allem ist das Ding auch, kommt man auch weiter, weißt du, das ist halt so eine Karre, weißt du, die brauchst du ja nicht unbedingt. Ne? Und das Ding steht halt Ewigkeiten in der Ecke rum und funktioniert nicht. Weil für das, was ich mache, wenn wir einen Hof fahren, das Ding irgendwo in die Halle stellen, wird es ja noch reichen mit dem kurzen Motorlauf. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, eBay-Link wird schwer, Alter. Ich kann den eh nicht anklingen. Moin, Marco. Ja, der muss doch nicht laufen. Das soll ja wirklich, weil mein Plan ist es tatsächlich, dass ich den MR2 zum TÜV fahre, da TÜV draufnagel, ein H-Kennzeichen draufnagel, diesen Wagen komplett mit H-Kennzeichen auf meinen Namen anmelde und bis zum Herbst angemeldet lasse und fahre. Danach geht er abgemeldet auf nur 7er Kennzeichen. Der Klassiker halt, ne? Aber das mache ich momentan mit all meinen Oldtimern, die fahrbereit sind, ne? Das ist so der Gedanke bei dem Auto. Wie gesagt, dann würde ich ihn auch fahren. Wenn ich ihn angemeldet habe, fahre ich ihn auch. Ne? Und mit nur 7er fahre ich ihn später natürlich auch, aber natürlich fahre ich dann anders. Das Auto selber fährt sich sehr witzig. Ein geiles Auto. Total cool zu fahren. Fährt ein bisschen wie ein Go-Kart. Wie ein Go-Kart, nur ein bisschen größer und ein bisschen arschlastiger. Und das Ding im Grenzbereich fährt, ein bisschen interessant. Ne? Deswegen, das wäre echt so ein Ding, so, da, den kannst du fahren. Natürlich ist das nicht unbedingt ein Familienauto, ne? Aber wäre das schön, wenn er
Ist er ausgegangen? Nee, er läuft immer noch. Habe ich gerade gedacht, dass er ausgegangen ist. Ja, auf 07er kannst du quasi so nicht mehr rumfahren. Ja, du kannst schon rumfahren, aber du musst dir auf jeden Fall eine gute Ausrede überlegen, warum du rumfährst. Weil wir ja in Deutschland leben. Wir haben einen neuen Rekord, würde ich sagen. Was immer so unser Steuerrad warm ist. Mal die Hand davor halten. Ist nicht warm. Da ist gar nichts warm an dem Ding. An dem Steuergerät. Leerlauf ist jetzt zu hoch. 1500 Umdrehungen Leerlauf haben wir jetzt. Wo kommt denn der Leerlauf jetzt her? Der Reaper 1.5 ist im Stand, ne? Ja, super. Was eine Scheiße. Wie fängt er damit wieder an? Ich habe eine Infrarottemperatur besser, ja, habe ich sogar. Stimmt. Bei Gordon habe ich eine in der Halle. Ja, ich bin mal auch sicher, dass es das Dings ist. Ja, die Elkos messen ist schwer, weil du die Elkos da nicht triffst. Ich muss es ja dann gleich überlaufen, der Motor. Aber wir können ja ausmachen, die Karre dann. Und dann können wir nicht testen, ob er anbleibt. Ist auch scheiße. Sure. Die Kohle hat sich gemeldet. Also ist das ein Auto, mit dem man offen im Steuergerät fährt. Gut zu wissen. Hier, ich hab so ein Laserding. Guckst du? Björn, perfekt. Das höre ich doch gerne. Danke dir. Für den Schlüsselbund. Mein BMW hat 17 Grad. Einfach einen Sturmbach aufhängen für die Kühlung. Das kann man noch machen. Das kann man eigentlich echt machen. Und das andere schmeißen wir im Kofferraum, wenn es gar nichts mehr geht. Dann klemmen wir es einfach an und liegt das da so rum. Professionell wie ihr und je. Wärmeleitpaste, ist auch die Idee. Warte, ich guck mal, ob ich da rankomme. Mit meinem scheiß Messeisen da. Ja, für den Elkos da vorne ist kein einziger warm. Also haben alle 22 Grad. Ich muss mal eben ausmachen, um die anderen zu messen. Ich habe Angst, dass ich einen kurzen reinballer. So, weiter geht's. Ich klappe den Scheiß mal eben auf, mach das so schnell wie es geht, weil die wahrscheinlich gerade am Abkühlen sind, die Dinger. Ne? Das ist eigentlich keine Musik mehr draußen, wenigstens keine Musik mehr, die den irgendwie. Oh, klatschong. Irgendwie zerstört. So, Elko 3, 24, 24, 24, 23, 22, 25, 24, keiner von heiß, kein einziger. Wo die Elkos oben macht. 28, das ist der Rekord bisher. 31er.
29er, 31 Grad, auch Witz, 26, 26, 26, 26. Die gerade jede Reihe ab hier, weil die Dinger ja durchgespielt haben, ganz viele. Also Rekordträger hat 31 Grad von den ganzen Dingern. Das ist nix. Da ist keiner von irgendwie nennenswert heiß. Zusammen 47. Ja, Günther hat recht. Ihr sollt die kalten Lötstellen messen. Geht klar. Kriegen wir hin. Die Oma noch nicht. Ja, aber alles gut. Alles okay. Ja, Farbwind haben sie sowieso nicht, Jochen. Die sind ja immer nur so hier im Kofferraum reingenudelt. Kann aber sein, wenn das Steuerrad zu ist, wärmer werden, trotzdem kaputt sind. Ja. Man kann nicht da reingucken, nein. Die Frage ist jetzt, ich überlege gerade, ob ich hier was gurke als Testauflauf. Ich würde aus... Also wir haben jetzt ja unser Endergebnis von unserer bisherigen Schrauber-Session ist ja eigentlich, dass das Steuergerät keine richtige Wärmeabfuhr hat. Ne? Wir können doch eigentlich auf Modell Gurke die Platine wieder festschrauben mit den vier Schrauben. Dann nehmen wir uns ein bisschen Panzertape und kleben damit das Ding von außen zu. Oder ein bisschen Kreppband oder irgendwas, dass da jetzt kein Scheiß rankommt. Und dann haben wir eine ganz dünne Rückbank, weißt du? Das ist dann immer wieder zurücktüdelt. Ein PC-Lüfter habe ich nicht da. Und schon haben wir eine Wärmeabfuhr. Aber das ist die Rückfahrt komplett weg. Ein Scheißen da drauf. Ohne Rückfahrt muss es auch funktionieren. Ich glaube, die Idee ist ganz cool. Ich glaube, das brauchen wir gerne mit Panzertape machen. Und dann, wenn es im Arsch geht und nicht mehr läuft, das andere Steuergerät. Weißt du, das andere, was wir noch haben, das wir gekauft haben, unser neues Baby im Stall. Ich schraube jetzt mal den Deckel hin wieder, also diesen Scheiß hin wieder zusammen, dass sie nicht so runterhängt, die Platine. Ich lass es einfach auf, guck, was passiert. Und dann, ja, wie schon gesagt, man kann nur eine Probefahrt machen, dann kann er damit fahren. Den ganzen Gehäuse bauen könnten wir auch, aber... Nö, das Kühlretten sind auch eine geile Idee. PC-Lüfter fand ich auch nicht schlecht. Vom Grundgedanken. Ist total gurkig, aber funktioniert. Ja, dafür sind wir ja hier, weißt du? Um so einen Scheiß zu machen. Ja, die Probefahrt machen wir nicht heute. Ich fahre jetzt nicht nachts damit durch die Gegend. Aber bleib damit liegen, da habe ich keinen Bock drauf. Da kann ich lieber Tasso hier gegenfahren, damit liegen bleiben. Ist doch viel cooler. Oder abends, wenn ich nach Hause fahre, mit der Karre, um zu meiner Familie zu kommen, mit Zeitdruck, dass ich dann liegen bleibe. Das ist ein bisschen mehr Abenteuer dabei. Aber ich bin auch nicht so ganz überzeugt von der ganzen Geschichte hier. Ich finde das auch ziemlich scheiße gelöst mit dem Steuer, muss ich echt sagen. Und ich meine, ich bin ja eigentlich, wenn es um Elektroscheiß geht, eigentlich nie ein Klugscheißer so, ne? Aber ich finde das auch, also das hätte sogar ich anders gelöst. Dann sehen mich mehr Leute tagsüber, wie ich liegen bleibe, auf jeden Fall. So, und die Rückwand stellen wir aber jetzt nur ran, die schrauben wir jetzt nicht fest. Ich bin mir relativ sicher, bin, dass wir noch beigehen. Und die Karatte, alles dabei. Wasserpumpe ist dabei. Ölwanddichtung. Wir gucken, den ganzen Motor können wir schon überholen, alles da. Schnell bloß wieder reinpacken damit und nie wieder drüber reden. Das ist mein Lifestyle. Aber mitnehmen immer alles. Soll ich sagen, Kofferraum zu, die Karre nochmal anschmeißen und mal gucken, was passiert, solange wir noch am Tüdeln sind hier. Das Letzte, was wir heute machen, ist die Karre aus.
der Dreh an die runter geht. Oh, viel besser. Der Leerlauf geht runter. Ich glaube, der hat wieder seine Werte gefunden, das Steuergerät. Der gewöhnt sich dran. Oha. Ja, das Problem war tatsächlich mit dem Auto gar nicht mal die Tatsache, dass er jetzt hier so am Tüdeln ist. Ich glaube, dieses ein Jahr lang im Garten stehen wird das Problem bei dem Auto. Das hat die Elektrik nicht gerade gefeiert. Ich habe einen Föhn, klar, heißt so Föhn, ne? Also einen richtigen Werkstattföhn. Wenn ich liegen bleibe, dann müssen wir da ein bisschen Zeit mitnehmen, ne? Liegen bleibt, musst du halt stehen bleiben und warten, bis die Karre wieder anspringt. Aber eigentlich, weil die Euphorie gerade ziemlich hoch ist. Geil, da läuft jetzt ja der Wagen. Das ist ja interessant. Cool, dass es jetzt wieder geht. Bin mir relativ sicher, dass die Karre gleich ausgeht. Weil das eigentlich so wie Murphys Gesetz ist, weißt du? Man sagt, das geht jetzt und dann geht es meistens nicht. Das ist immer so ein Klassiker, weißt du? Schön, schön, wie schön der Wagen läuft. Geil, das gefällt mir. Und mit Föhn verstehe ich, ne, mit heiß machen. Also, aber du, mir ist das scheißegal, wenn die Karre jetzt läuft, läuft die Karre. Wie die Karre mir läuft, warum da irgendwie ein Grund ist, weißt du, das ist ja relativ Wumpe. Ja, ich will mal jetzt nicht den Föhn noch ran. Ich muss ins Bett, Alter. Das morgen früh wieder stehen und hier die Karre von Petra zusammengurken. Damit die auch fertig wird. Und dann haben wir tatsächlich mal einen K30 abholen. Und den Colt aufladen. Und der MR2 bringt mich jetzt. Wenn ich mit MR2 nach Hause fahre, bin ich mir relativ sicher, der ist da in meinem Bett. Man kann es nicht machen, du kannst auch nachts nicht mit roten Nummern hinlang ballern. Das ist genau die Zeit, wo auch immer die Polizisten hier am Tüdeln sind. Weißt du, dann hast du wieder Kontrolle. Und dann, warum fahren sie mit rum? Ja, aber die Karre, scheiße, dann fährst du weg mit dem Ding und dann bleibst du liegen. Murphy hat ihr Hausverbot. Okay, ist eine Idee. Das musst du dir natürlich erstmal verraten, dass er das auch versteht. Mr. Murphy. Wilhelm, Homeoffice geht ja. Da hast du deine Entspannung noch mit. Mein Wecker ruft um hier 6.30 Uhr. Das wollen wir wieder einfetten. Dann schreibe ich noch fest. Sommer ist vorbei. Dann schauen die meinen Streamer warten an der Score. Genau! Das tun die sowieso. Auch mit einem Caprice grüßen die mich immer tatsächlich. Das ist immer ganz witzig. So wie ein Kollegen halt. Immer gehabt, mit dem Kurbing angehalten worden, war so Großkontrolle. Die haben eigentlich nur hier Dingsen geguckt. Hier, wie heißt nochmal, hier Verbandskasten, Warndreieck und einmal pusten bitte. Ne? Das war mitten am Tag. Ne, also heißt am Tag, ich habe gerade Feierabend gehabt. Ne? War meine Feierabend-Heimattour. Dann haben sie mir angehalten, sag ich, moin Kollegen! Die haben sich nur totgelacht und ich durfte einmal pusten und dann bin ich wieder abgehauen. Und mein Verbandskasten war im Kofferraum abgesoffen in Wasser. Das ist immer normal, Alter. Weißt du, wie ich früher gelebt habe? Ich war früher LKW-Fahrer, ne? Aber Nahverkehr. Das heißt, ich habe jeden Tag 12-Stunden-Schichten geknallert. Da bin ich immer um 11 ins Bett und um 2 Uhr zur Arbeit gefahren. Das war früher normal für mich, Alter. Das ist jetzt mittlerweile für ein Luxusleben im Gegensatz zu dem Scheiß. Wer diesen Kanal von früher noch so kennt und so, ne, Ewigkeiten schon guckt, da waren sogar zu meinen YouTube-Zeiten schon so. Ganz lange, ne? Also, das ist halt ein bisschen scheiße, aber ist halt so, ne? Ja, Nico, ich hab keinen Urlaub. Ich könnte jetzt auch Urlaub machen die Woche eigentlich. Dann konnte ich jetzt so, hab die Ruhe dafür nicht. Also eigentlich habe ich den Monat durch. Ich habe den Monat auch bezahlt jetzt. Ne, aber ich muss morgen noch eine Karre kaufen für 3 Scheine. Für mich selber. Und spätestens dann ist mein Monat nicht mehr bezahlt. Ich muss wieder hasseln. Der Hassler, wer kennt ihn nicht? Immer am Hasseln. Hasselbert. Kassler mit dem Hassler.
Aber ist ja wieder das. Ich kann da schon mal Lampen ausmachen. Der Trick ist zuletzt beim Tönerlicht auszumachen, weil der ist ein interessanter Auto. Der Kanalweg war von mir keine 5 Minuten Fahrt. Ja, den Wagen, den ich gekauft habe, den werdet ihr wahrscheinlich erst am Museumstag sehen, wenn ihr alle hier seid. Denkt immer dran, Museum zum Beispiel ist nicht mehr so oft. Ne? Guck mal, wir machen jetzt hier Ende Oktober, ich glaube der 28. ist das, glaube ich, der Sonntag, der letzte. Dann ist schon fast Feierabend, Alter. Fast schon wieder Winterpause. Also den November nehme ich nicht mehr mit im Museum. Also ist Ende Oktober ist Feierabend. Das heißt, wer dies ja noch kommen will, muss kommen. Weil dann geht die Zeit flöten. Herr Gorn, ist noch Licht an? Sicher? Ja, ausgemacht. Da gucken wir mal sicher dabei nach. Nee, ist aus. Hab ich ausgemacht gerade. Geistesgegenwärtig, wie ich bin. Aber die Karre läuft jetzt, ne? Hört ihr das? Komisch. Aber es hat nichts zu sagen, ne? Es hat echt nichts zu sagen. Weil die Karre ja die ganze Zeit irgendwie lief. Oh, hab eine Steuergeräte Decke. Auch für du, bevor die auf Gedanken kommt. Hier. Zack. Ah, Leerlauf ist immer noch so hoch, ne? 1,4 haben wir jetzt. Naja. Wir haben ein bisschen Zündung weg. Notfalls. Ja, das scheint jetzt zu laufen. Komisch. Aber das geht. Mit Bremen ist der nächstgelegene Flughafen von hier. Ja, ich glaube, da müssen wir mal runter. Aber die Frage ist jetzt. Jetzt kommt noch mal eine Frage, okay? Vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Ich hatte bisher immer einen perfekten Leerlauf von 1000 Umdrehungen. Also eigentlich 900, aber ist ja egal. Für mich perfekten Leerlauf von 1000 Umdrehungen. Wir haben ein Kabel beim Steuerrad nachgelötet, ein Massekabel. Haben wir nachgelötet, gerade eben. Und seitdem ist der hier Leerlauf bei 1,4. Warum? Was hat sich geändert? Wir haben nur ein Kabel nachgelötet. Am Steuerrad haben wir aber nichts gemacht, außer es aufgemacht. Also müsste der im kalten Zustand, war der immer niedriger von der Drehzahl als jetzt. Kalt hat er mal 1,1 gehabt. Siehst du, was ich meine? Nur als Gedanken, guck mal. Der war kalt immer bei 1,1. Wisst ihr? Also das heißt, wir haben einen Effekt, eine Veränderung. Und ich glaube, die Veränderung war das Kabel. Ich schätze mal, dass die Masse von dem Steuergerät, von braunes Kabel, ne, dass die Masse schlecht war von dem Steuergerät zur Karosse. Und ich gehe davon aus, dann wo der warm wurde und die ganze Scheiße sich ein bisschen ausgedehnt hat und irgendwann, hat er irgendwann nicht genug Masse gehabt und ist dann ausgegangen. Das schätze ich, bisher wenigstens. Ist immer ein Verdacht. Warum denn sonst soll das sich jetzt irgendwie, ja, einstellen ist ja klar, ne? Aber warum haben wir jetzt eine Veränderung? Wir haben nichts daran geändert. Wir haben nicht einen Verteiler gedreht von dem Auto. Haben wir nicht. Also ist doch komisch, dass der Leerlauf jetzt höher ist, als er vorher war, obwohl wir an der Zündung von dem Auto nichts geändert haben. Das meine ich damit. Nur so als meine Beobachtung. Ich war nicht am Verteiler dabei. Ich habe den Verteiler nicht angefasst. Ich hab nur die Zündspule angefasst. Der Verteiler ist unberührt. Das heißt, der Leerlauf ist gestiegen durch das, was wir am Steuerrad gemacht haben. Ich habe bei dem Auto sonst nichts angefasst. Gar nichts. Außer halt ein Kabel eingesprüht am Steuergerät. Eine Zündspule, mehr nicht. Was kann das sein? Warum? Nur doof gesagt. Ja, genau, wie Bernd schon sagt.
Immer Steuergesetz zurückgesetzt, dann haben wir ein paar Gasflüsse gegeben, dass der Wert hier kriegt. Wisst ihr, was ich meine? Die Brückenkabel sind weg, habe ich rausgenommen. Keine Brücke mehr da. Wo kommt der höhere Leerlauf jetzt her? Oder wo kommt die Zündung jetzt her? Der hat jetzt mehr Zündung wahrscheinlich, denke ich mal. Nur als Gedanke. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir tatsächlich einen Massefehler hatten und die Masse war im warmen Zustand zu wenig und im kalten Zustand gerade genug. Ich meine, da geht ja einiges drüber, haben wir gerade gesehen. Da gehen die Innenlampen gehen darüber, das Motorsteuergerät, die ganze Scheiße geht darüber, über dieses eine Massekabel. Das ist nur meine Überlegung halt jetzt. Ne? Warum? Wieso? Ne? Warum? Da geht ja alles, geht ja über diese Masse. Das ist ja die Masse für Steuer. Wenn du das Kabel abschneidest, ja, dann ist das ganze Auto aus. Dann geht, glaube ich, gar nichts mehr in der Karre, schätze ich mal. Wird die Hauptmasse sein. Aber warum hat eine Maus ausgerechnet das wichtigste Massekabel angeknabbert und nur zur Hälfte? Weißt du warum? Weil die Maus ein Arschloch ist. Das ist der Grund. Nee, Mausefallen, die Maus, die war hier, die hat darin gewohnt, wo der Wagen bei hier Volker Schrauber im Garten gestanden hat. Ein Jahr lang im Garten gestanden, der MR2. Weißt du, hier in der Halle habe ich kein Mäuseproblem. Also schon Mäuse habe ich ja auch, aber habe ich nicht im Auto. Wir haben den Fehler ausgeblinkt, ja. Und hat ja der Fehlercode hat uns ja gesagt, dass die Zündung fehlt oder dass der Strom halt fehlt. Weißt du? Nur von Gedanken her jetzt. Ist nur jetzt doof gedacht, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben eigentlich nur Kontakte eingesprüht und hier ein Kabel neu gemacht. Das mache ich damit. Und scheinbar haben wir damit irgendwas bezweckt und es besser gemacht als vorher. Muss ja irgendwie einen Grund gehabt haben. So, nur als Beobachtung. Bisher wirkt das auf jeden Fall so, auf mich wenigstens. Aber wir haben kein Kontaktspray im Steuergerät. Wir haben nur Kontaktspray am Steuergerät. Deswegen ist es ja umso komischer, die ganze Geschichte. Weil ich verstehe das nicht, weil eigentlich haben wir effektiv nichts repariert, aber wir haben trotzdem eine richtig große Veränderung im Motorlauf. Das mache ich damit. Das ist ganz komisch. Stecker vielleicht, könnte sein. Weil der Wagen ja ein Jahr draußen stand, der hat die Feuchtigkeit im Kofferraum gesammelt. Wahrscheinlich sind die Braun besser, denke ich auch. Kann sein, der Handel. Schönen Grund haben. Naja, egal, hat doch ein rotes Kabel jetzt ersetzt. Das heißt, jetzt kann nichts mehr passieren. Wir haben aus Masse eben Plus gemacht. Der nächste Typ, der an dem Ding schrauben muss, Alter, der will uns hassen. Ich baue nur kurz den Kofferraum-Scheiß wieder ein. Das geht mir auf den Sack, wenn das Ding unfertig hier rumsteht. Dann kann ich nachts nicht schlafen, weil. Bleib wieder bei euch. Da wird nicht festgeschraubt. Das ist eine scheiß Erfindung. Ich habe keinen Bock, da wieder nicht mal 10 Jahre zu stehen, weil ich meine Reifenpanne habe. Wisst ihr, was ist doch komisch, oder nicht? Hier, eine Maus ist hinter der Verkleidung. Also, ist die dritte Maus jetzt. Ein Mäulennetz habe ich gefunden unterm Fahrersitz, wo ich den Wagen gekriegt habe. Das zweite Mäulennetz war vorne rechts unter dem ABS-Block. Und das dritte Dings ist hinten gewesen, halt da, wo wir gerade geguckt haben. Ja, ich muss aber Patrick nicht anrufen. Wir haben doch scheinbar unser Problem gefixt. Und die Frage ist, was haben wir gefixt und wieso funktioniert das jetzt? Vielleicht können wir den Deckel auf der Steuerrad wieder rausschrauben. Weil es scheinbar wieder funktioniert. Ich meine, wir haben was Neues bestellt für den Vorrat, ne?
Nur als Gedanke. Warum ist das so? Wir haben nichts an diesem Auto geändert. Effektiv haben wir nichts geändert. Haben höchstens ein Kabel getüdelt und was eingesprüht. Mehr nicht. Nee, ich weiß. Jetzt brauche ich keine. Nicht nachts. Ja, Zündung mache ich morgen früh. Eben schnell, ne? Ich wollte gerade sagen, warum immer Marco, Alter? Soll ich jetzt auf Flo gehen jetzt? Weißt du, musst du auf Marco fahren? Oder? Alter, der ist immer noch fast 500 Kilometer entfernt von mir. Ne? Mal eben so für Fragen ist er ganz schön weit weg. Deswegen, das ist für mich ein Rätsel. Wir haben Winnie, also elektromäßig kann Winnie keiner. Winnie ist übrigens jetzt hier Elektrikermeister. Oder Elektronikermeister für Industrietechnik? Ist das so? Auf jeden Fall ist er gerade ein Meisterbrief dabei. Und hier schmeißt bald eins der größten Kraftwerke in der Gegend. Das ist Winnie, der ist drauf. Und macht für mich immer Blinker heil, weil die meistens kaputt gehen bei mir. Zum Beispiel bei Pikachu. Der arme Kerl hat den falschen Schwager ausgesucht. Deckel lasse ich erstmal runter. Deckel kann eventuell der Grund sein, woran es funktioniert. Genau, wir reparieren Steuergeräte. Wir werden aber auf jeden Fall mal probieren bei dem Auto, ne, dass wir hier das andere Steuerrad mal einbauen und gucken, ob das auch läuft. Dann haben wir auf jeden Fall eins in der Reserve. Da fährt er mal mit im Kofferraum im Fall der Fälle. Weil so ganz traurig den Braten nicht, Alter. Mal im Ernst jetzt. Oh, wenn eigentlich ja. Die Frage ist, war es jetzt wirklich die Hauptmasse? Das ist schwer, ne? War es die Hauptmasse oder war es nicht die Hauptmasse? Das muss ja das Hauptmassekabel sein. Ja, prüfen wir auf jeden Fall. Das ist mich jetzt auch. Ich will ja da. Aber die Probefahrt, die wird so ziemlich so ein TÜV fahren, ne? Ist doch logisch. Die Probe-TÜV-Fahrt, weil die Karre hat ja bisher auch funktioniert. Ich bin dem Wagen ja, bevor das erste Mal liegen geblieben bin, auf Weg zum Museum, mit dem Fußballplatz da hinten, bin ich dem Wagen ja auch selber locker 120 Kilometer gefahren oder 100 Kilometer oder so. Problemlos. Der lief immer, sprang gut an, hatte ein bisschen höheren Leerlauf, weil die Zündung halt so früh war, aber sonst lief der cool. Ohne Probleme, ohne Rockeln, ohne alles. Und ganz plötzlich fängt er mit der Scheiße an. Eigentlich auch ein gutes Indiz für einen Kontaktfehler. Wenn man ehrlich ist. Deswegen, das wäre das erste Mal, dass passiert ist. Das ist das Ding. Das ist ein bisschen. Das ist interessant. Und das ist das Thema, was mich so beschäftigt in der ganzen Geschichte. Also, ich will mit Glück haben, war es echt nur das Kabel. Bruch und Brücke, genau. Ja, Pizille war witzig. Marco, schlaf gut, Mann. Ich mache das gleiche jetzt auch gleich. Übrigens hier für euch eben. Ach. Hier ist schon alles bereit für den K30. Masse hinten zur Einspritzpumpe. Du meinst die Benzinpumpe? Einspritzpumpe ist doch beim Diesel noch nicht. Kann alles sein. Das wäre cool, wenn wir den Stream gefunden haben. Auf jeden Fall ist ein geiler Stream. Und letztendlich muss ich sagen, war es auch ein produktiver Stream. Weil hier letztendlich haben wir ja dann ja heute irgendwas Sinnvolles erreicht. Anstatt nur doof rumzulabern, haben wir tatsächlich eine Karre repariert. Und eine Karre mit einem Problem, was echt nervig ist, ne? Echt ein blödes Problem. Einzig doof ist halt immer die scheiß Zeitblase. Wenn du am Stream bist, dann beißt du jetzt immer mit den Zeitblasen so, ne? Also O-Doktoren, die wären glaube ich nicht so schnell gewesen wie wir. Ja, mach keinen Scheiß, wenn wir es öfters machen, dann habe ich mehr Karren im Arsch. Ich will ja einfach nur, weißt du, ich stehe morgens auf und fahre hierher. Und ich will einfach nur, dass die Scheiße funktioniert. Mehr will ich gar nicht. Weißt du? Das ist das Ding, so dass wir zur Karre gehen.
Das Caprice ist mal ganz toll. Ich muss die Scheinwerfer noch einstellen. Dein Caprice, sind zu hoch. Da blende ich immer jeden. Eigentlich ein total beschissenes Nachtauto. Für die Nacht ist ja echt kacke. Also ich sehe viel, aber der Typ, der mir entgegenkommt, nicht. Der hat immer so ein Problem. Wenn ich morgen dazu komme, den zu fahren, kann ich einen Short machen. Ja. Widerstand ist weglos, ja? Ja, das ist so ein Thema für sich. Seht ihr? Ticken zu hoch. Eigentlich müssen die Scheinwerfer, den Strich, der da ist, da vorne, der da, da müssen halt die Scheinwerfer sein. Der ist zu hoch, der Scheiß. Das ist ein Ding eigentlich, das sind die Scheinwerfer von Opel Frontera. Naja, falsch. Komm her, Tür auf, Tür zu. Gurt dran, wie eine Kuh. So, Freunde, dann würde ich mal sagen, das war unser Stream. Weil ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe schon hart Überstunden gemacht. Aber ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Wenn die Karre jetzt wieder läuft, kann ich auf jeden Fall einiges ruhiger schlafen. Finde ich. Ich glaube, vor euch auch. Was für ein Kadett? Wann holst du den Kadett? Morgen? Ich habe keinen Kadett. Das kann auch ein Admiral sein oder das kann ein. Das sage ich euch gar nicht, für eine Karre das ist. Das Ding, das wird erstmal abgedeckt in der Plane. Und dann könnt ihr am Museumstag mal unterluschern, dann wisst ihr irgendwie, was es ist. So, haut rein. Lasst euch nicht ärgern, ne? Und wir sehen uns morgen wieder. Im Video erstmal. Munter. Bis dann. Ciao.